Schönen guten Abend. Dieser Plan für dieses Let's Play heute hat funktioniert. Und ich liebe es. Wir spielen heute Abend Dieseldrachen in einer Spezialversion, denn wir sind heute das L-Team. Und bei uns geht's ab, sag ich mal. Wir haben unsere Spielleitung Marc, den ehrenwerten Erfinder von Dieseldrachen. Als Motormouth Temple haben wir unsere Edelkirsche. Hallo. Als SL Barracuda haben wir Crazy Ape. Einen wunderschönen guten Abend. Als Edgy, heute nicht alleine, sondern zusammen mit Mr. Socks, haben wir Starokotis. Und da fliegen direkt Dinge durch die Gegend. Es passt zum Charakter. Und mein Name ist Honey Smith. Und ich liebe es, dass das funktioniert hat. Und jetzt übergebe ich an unseren Spielleiter, Marc. Vielen, vielen Dank. Ja, bevor wir loslegen, mein Name ist Marc Söker. Ich bin der Erfinder von Dieseldrachen. Ich hoffe, es kennen schon alle natürlich. Wer es nicht kennt, dem sage ich es nochmal, das ist eine Fantasy-Welt, die in den 20er, 30er Jahren eigentlich spielt. Ich nenne es liebevoll Indiana Jones mit Orks. Es gibt also Orks, Zwerge, Elfen und alles, was dazugehört, aber auch Automobile, Flugzeuge und verlorene Tempel. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr ja mal im Discord dann nachfragen und da werden sie geholfen. Und ja, wir haben bereits einmal Dieseldrachen gespielt und im Dschungel nach dem Goldschatz von Katatonga gesucht, soweit ich mich erinnere. Ja, und gefunden. Und gefunden. Also ja, ein klassisches Abenteuer. Heute wird es ein bisschen anders. Nicht nur wegen dem Thema, sondern auch, weil wir die zweite Edition spielen und nicht die erste. Also wundert euch nicht, wenn ein paar Regeln leicht anders sind. Das Grundprinzip ist aber immer noch das gleiche. Egal ob Fähigkeitenwürfel, Kampf oder Magie, man würfelt immer mit drei Würfeln. Genauer erkläre ich das gleich nochmal. Zwei davon bestimmt euer Charakterblatt, also Fähigkeit und zugehöriges Attribut. Und der dritte, der Moduswürfel, wird von eurer Kreativität bestimmt. Je kreativer, desto besser. Mit den drei Würfeln müsst ihr dann über einen Schwellenwert würfeln, aber dann später mehr dazu. Ja, sind alle, haben alle Lust? Wollt ihr spielen? So was von. Unbedingt. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Hau rein. Vor einigen Jahren wurden vier Personen einer Lula-Spezialeinheit wegen eines Patzers verurteilt, den sie nicht gewürfelt hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in San Cisco unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei der Freien Staaten von Novia gejagt. Trotzdem helfen sie denjenigen, die in Not sind. Wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das L-Team. So. Wir schreiben das Jahr 1926 oder so ähnlich. Es sind die goldenen 20er, der Anbeginn der Neuzeit, die Ära von Jazz, Tonfilm und Radio, das Zeitalter der Automobile und der Höhepunkt der Luftfahrt, aber auch eine Zeit von Luftpiraten, Drachen und dunkler Magie. Hier in den freien Staaten von Novia, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, prallen zwei Jahrhunderte aufeinander. Während in den Städten an der Küste Gangsterbanden geschmuggelten Whisky transportieren, reiten immer noch einige letzte Cowboys durch die Prärie. Doch davon seht ihr hier nicht viel. Ihr fahrt in eurem Van auf der Route 99 Richtung Days. Das kleine Städtchen liegt mitten im Nirgendwo, oder der Grund, warum ihr hier seid, ist, vor zwei Tagen habt ihr einen Anruf von einem alten Freund erhalten, verbunden mit einem Hilfegesuch. Bislang habt ihr bloß einen Namen und eine Adresse. Daisy Amsel, Route 99, nahe Days.
Worum es geht, wisst ihr nicht, doch eurem Freund vertraut ihr blind. Und ihr wärt nicht das L-Team, wenn ihr dem nicht gleich auf den Grund gehen würdet. Nach 2 Tagen Fahrt über lange Straßen im Neuen Westen, vorbei an verlassenen Farmen und Feldern voller Ölpumpen, merkt ihr jetzt die lange Strecke vor allem im Rücken. Alle außer einer wünschten sich, in einem Flugzeug zu sitzen. Oder eine. Müsst ihr mir nochmal sagen, wer inwieweit ihr eure Charaktere abgewandelt hat. Einer. Ihr befindet euch in eurem Van und da dürft ihr euch gerne einmal vorstellen und beschreiben. Sagt mir, wer ihr seid, wie ihr aussieht, wo ihr sitzt und wie ihr die Langeweile der Fahrt verbringt. Der Fahrer kann noch mal anfangen. SL, stell dir mal vor. Ja, ihr seht einen großgewachsenen, muskulösen Ork am Steuer dieses Vans. Gekleidet eigentlich nur mit einem Axel-Shirt, einer Hose, einigermaßen schöne Schuhe, sehen aber schon ein bisschen runtergerockt aus. Viele Ringe, Geschmeide und fast eine Glatze, nur ein leichter Irokesenschnitt ist zu sehen und ein Bart. Es ist SL, das steht für schlechte Laune. Er redet auch nicht viel. Edgy! Das da ist Edgy. Der sitzt hinten und Goblin. Nicht so groß. So grün-graue Haut, große Ohren, eine Lederjacke an und er redet mit mir. Wie er das ganz oft tut. Ich bin übrigens Mr. Sock. Motormaus, kannst du dich da mal drum kümmern? Ja, also ich bin Motormaus, eigentlich Petunia, aber man nennt mich auch nur Pete. ich habe ein hübsches Sakko an, ich bin generell sehr hübsch auch anzusehen, habe meine Frisur perfekt gepflegt, sie sitzt auch im Stehzug. Allgemein Make-up perfekt. Wenn jemand irgendwas braucht, ich bin sofort vorne ran, weil mir gefällt man halt gerne, man sagt mir auch sehr gerne zu oder macht alles, was ich möchte. Wo sitzt du? Ich sitze vorne wahrscheinlich und schaue auf die Karte. Hinten neben Edgy, aus irgendeinem Grund kommen Edgy und ich sehr gut zurecht, sitzt John Honey Smith. Er war in der Militärzeit von den Vieren der Befehlshaber dieser Gruppe und Kommandeur. Aber wir mussten uns ja irgendwann vom Acker machen. Trotzdem bin ich der mit dem Plan. Also ich bin der Kopf, das Gehirn der Gruppe. Ne, wir haben hier die Geschicklichkeit, die Stärke, das Charisma und das Gehirn. Und ich trage ein Fedora-Brille, bin dafür bekannt, dass ich immer eine Zigarre in der Hand oder im Mund habe. Ich bin außerdem dafür bekannt, dass ich ständig eine Thermoskanne mit sehr starkem Kaffee dabei habe, der mich aufputscht und in Stimmung bringt. Und damit ich zwischendurch wieder runterkomme. Habe ich immer ein Gläschen Gin an der Seite. Und ich trage Trenchcoat. Im Moment ist ein bisschen zu warm für den Trenchcoat, deswegen liegt er neben mir. Ich habe an der Seite einen Holster, wo meine treue Stupsnase drin ist. Meine Feuerwaffe, die ich immer dabei habe. Und versuche mir nochmal gerade zu vergewissern, was unsere Freundin Amsel uns genau gesagt hat.
Mit Daisy Amsel habt ihr nicht direkt gesprochen. Ihr habt nur den Tipp von einem Freund erhalten, dass sie doch in Not sei und wo ihr sie finden könnt. Das heißt, ihr wisst gar nicht genau, was euch erwartet, aber es schien ihm wohl sehr dringend. Wer ist denn der Freund? Wie heißt der denn? Der heißt, wie heißt der? Klaus. Am besten sollte der Lee, das ist jemand, der in der Wäscherei arbeitet und Lee mit Nachnamen heißt. Genau, Klaus Lee. Klaus Lee. Ja, guten Tag, ich bin der Klaus Lee. Ist auch kein Asiate. Es ist einfach bloß ein sehr kleiner Klaus. Angeheiratet. Gnom. Eben, genau. Ja, und gerade ist es so, dass ihr... Alexander Brunderbach Lee. Gerade ist es so, dass ihr euch auf dieser langgezogenen Route 99 befindet, links und rechts nur die Prärie. Und die Straße geht wirklich jetzt schon seit einer Stunde nur schnurstracks geradeaus. Es ist tatsächlich eine schöne Landschaft, aber... so richtig euch erklären, wo hier jetzt dann, wo man jetzt diese Daisy Amsel finden soll. Es hieß nur an der Route 99, aber ihr habt euch umgeschaut und ja, ihr fahrt jetzt auch schon 2-3 Stündchen an der Route 99. Und SL, halt doch mal beim nächsten Truckstop an. Ihr könnt mal alle einen Wurf. Alles klar, Chef. Auf Wachsamkeit. Das funktioniert folgendermaßen. Wachsamkeit findet ihr unter Intuition auf der linken Seite eures Charakterblattes. Mhm. Die Würfel oder diese Symbole, die ihr dort seht, das entspricht den Würfeln. Vierseitig, sechsseitig, achtseitig, zehnseitig und zwölfseitig. Und da, wo das X ist, das habt ihr. Und deswegen würfelt ihr dann quasi einmal den Wachsamkeitswürfel, dann den Intuitionswürfel. Mhm. Und als drittes würde ich euch tatsächlich allen einen, ich würde mal so sagen, also Honey hat ja immer den Plan, deswegen Honey ist relativ wachsam und darf sich jetzt einen W8 geben. Mhm. Dann würde ich sagen, SL fährt. Sollte also durchaus auch aufmerksam sein, kriegt mal einen Zehner und die anderen einen Sechser, weil ihr beschäftigt euch so ein bisschen nebenbei. Und ich sag mal so, wenn ihr eine 12 würfelt, wäre das ganz gut. Wenn ihr eine 16 würfelt, wäre das noch besser. 14. Ja, meine 8, 14, 15, 16. Nee. Ich habe eine 11. Ja, passt, es geht doch schon mal gut auf. Also, was ihr, also Honey und Edgy war das richtig, glaube ich, die gut gewürfelt hatten. Genau, ich hatte die, eine 8, eine 6. Du hattest die 16, genau ja. Also Honey und Edgy, ihr bemerkt beide die Silhouette eines Gebäudes auf der rechten Seite am Horizont und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis das näher kommt. Also man kann es schon sehr lange sehen. Und ihr bemerkt tatsächlich, das muss eine Tankstelle sein, die da auf euch zukommt. Und gerade als sie noch so gute 5 Minuten entfernt ist, fällt dir Honey auf SL hat wohl nicht ganz auf den Tank geachtet, ihr seid schon auf Reserve. Sly, guck mal auf die Tanknadel. Da hast du schon mal besser aufgepasst, mein Freund. Ja, da ist hinten, doof. Da hinten rechts ist aber eine Tanke. Alles klar, Chef. Wird erledigt. Einfach durchfahren, oder? Nein, schon tanken. Ach so, okay. Also du solltest da anhalten und damit wir tanken können. Du fährst auf Reserve. Ist immer gut, Reserve zu haben. Das stimmt, ja. Sonst wären wir schon vor 20 Meilen stehen geblieben.
Also, leuchtende R hat, heißt doch, wir haben noch Reserve. Ja. Alter Schwede. Ja, die kleine Tankstelle am Rande der Straße ist auch nicht viel mehr als zwei Zapfsäulen, die wie stumme Wächter vor einem verwitterten Gebäude stehen, dessen Fenster von Staub gezeichnet sind. Ein verblasstes Schild mit der Aufschrift Hektors Werkstatt Emporium schaukelt knarrend im Wind. Und auch einige alte Autoteile liegen verstreut um das Gelände. Ihr fahrt rechts ran und seht auch tatsächlich dann aus dem Schatten des Gebäudes einen Goblin in einer abgetragenen Latzhose hervortreten. Sein Gang von jahrelanger Arbeit gezeichnet und das Gesicht zeigt die Spuren eines Lebens voller Geschichten. Und mit einer freundlichen mit einem freundlichen Winken begrüßt er euch. Ist durchaus ein netter, aber ganz schön runzliger alter Goblin. Guten Tag, Sir. Ah, welcome auf der Route 99. Ich freue mich, dass Sie sich für Hektors Werkstatt Emporium entschieden haben. Mein Name ist Dredd. Darf ich volltanken? Macht ja Sinn, ja. Wie sind denn die Preise? Er schaut auf ein Schild, das aussieht, als hängt das da, seitdem diese Tankstelle gebaut ist, und hat auch denselben Preis, nur mehrfach mit roter Farbe nochmal übermalt, bis zu dem Punkt, dass die Zahlen rechts immer kleiner werden. Und irgendwann kann man es auch irgendwie nicht mehr erkennen. Was haben Sie denn? Ein Auto. Diese? Natürlich, was sonst? Nur das beste Zeug bitte für mein Baby. Die ist ein bisschen pingelig. Geht dann, schlendert dann gemütlich zur Zapfsäule, also dauert auch tatsächlich eine Ewigkeit. Da hört ihr mit einmal hinter euch, das konntet ihr jetzt vorher noch nicht ausmachen, als euer Auto noch lief, hört ihr mit einmal ein Knattern, ein ziemlich lautes, und das ist relativ einfach zu erkennen. Und plötzlich fahren vier Biker auf die Tankstelle und halten dann direkt zwischen dem Goblin und der Zapfsäule, zu der er gerade hingehen wollte. Und ihr seht einen hünenhaften Ork, eine Elfe, einen Menschen und einen Zwerg. Und die steigen von ihren Motorrädern nicht mal richtig runter, sondern bleiben nur so stehen und haben auch natürlich alle nur so Halbschalenhelme tätowiert, Lederklamotten, und der eine spuckt auf den Boden vor ihm aus und sagt, hey du, voll machen. Die Herren, die Dame, ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss noch die anderen bedienen, sagt dann der Goblin und die anderen. Sag mal, hörst du nicht richtig? Vollmachen, wir sind an der Reihe. Hey, hast du nicht richtig gehört? Wir waren zuerst da. Die vier schalten ihre Motoren ab. Und ihr hört nur den Wind der Prärie und so ein Staub, so ein Dust Devil da irgendwie so ein Ballen vorbei, und die vier steigen von ihren Motorrädern, gucken sich an, und die Elfe lacht. Sitzt plötzlich so ein kleiner Junge mit einem Banjo an der. Das Hektor. Und der hünenhafte Ork, der greift dann an sein Motorrad und zieht so eine schwere Eisenkette, die er halt immer mit sich führt, was man halt so macht, so runter,
Und gleichzeitig kommt dann auch die Elfe und holt so zwei Stöcke raus, die sie dann so als Nunchuck aufwirft. Und der Mensch und der Zwerg, die ziehen beide jeweils Messer. Aber was hast du gedacht, Großer? Ich strecke mich hinter ihm so ein bisschen, wodurch so mein Trenchcoat auffällt und man dieses Holster mit meiner Knarre kurz sieht. Ich gehe wieder zurück, also war ausgestiegen, gehe zurück zum Van und greif auch mal, leg zumindest die Hand auf die Waffe, die da auch liegt. Schönen guten Tag, Sirs und Ladies. Ist das nicht ein wundervoller Tag, um Motorrad zu fahren? Um ganz nett auf seine Reihe zu warten beim Tanken. Ihr wisst wohl nicht, wen ihr vor euch habt. Interessiert mich auch nicht. Wir haben ein paar Gentlemen und eine Lady vor uns. Wir sind die Peng Gang. Das tut mir leid. Kommt in die besten Familien vor. Die Höflichkeit. Und das ist unser Revier hier. Legt doch mal eure Schießeisen beiseite und stellt euch uns wie echte Biker. Das Lustige ist, wir sind gar keine Biker. Vielleicht ist euch aufgefallen, das sind insgesamt 4 Räder, oben ein etwas größeres Chassis drauf. Das ist nur ein Van, wir haben gar keine Bikes. Ja, das weiß ich. Ach, guck mal, wir sind Biker. Wunderschöne Bikes habt. Sehr tolle Geräte. Sag mal. Ja. Geht noch einen hast Schritt. Hast du gerade gesagt, dass er ein wirklich, wirklich beeindruckendes Gerät hat? Riesig. Das sind 12 Zylinder. Zwölf Zylinder. Ja. Wow. Wow. Das ist, wow. Mit was fährt das Ding? Wasser oder Limo? Selbst poliert? Da braucht die Hilfe. Das habe ich selber gebaut. Und es fährt mit Rohöl. Deswegen ist das auch so laut. Alles klar. Keinerlei Filter. Nein, ich habe extra noch was zwischengebaut, damit es mehr Dreck macht. Ja, das kann ich verstehen. Wer will nicht durch die Gegend fahren und mehr Dreck verursachen? Schnaps? Irgendjemand? Möchtet ihr was trinken? Die Sitze sind aus Dalmatinerfell. aus Baby-Dalmatinerfell. Etwas mehr als 100 dafür gebraucht. Ich dachte schon, die Flecken kommen von irgendwas anderem. Nein, das kommt, Leute. Ich hole so ein paar Pintchen raus und schütt was von meinem Gin an. Wir trinken einfach ein und warten darauf, bis der junge Mann da vorne uns alle getankt hat. Ja, und ihr seht den Goblin, der dann mit dem, wie sagt man da, Zapfhahn, wie auch immer, in der Hand dann steht und dann jetzt so zu dir, Honey, schaut und dann so zwischen der Zapfsäule und dem Motorrädern oder halt eurem Auto hin und her guckt. Zeig auf unser Auto. Ja, ja, wir machen den Tankdeckel provokant auf. Er geht einen Schritt auf euer Auto zu und alle 4 Köpfe der Biker drehen sich zu ihm um. Macht dann wieder einen Schritt in die andere Richtung. Ich biete denen den Schnaps. Nehmen die den Schnaps? Du kannst mal einen Wurf machen auf Überreden. Das ist bei Charisma, ne? Schnaps ist jetzt erstmal keine schlechte Idee, aber traue niemals einem Mann mit Fedora. Ja. Was kriege ich als dritten Würfel dazu? Ich würde dir mal einen 10er geben. Du bist ja dann doch ein ganz, ganz, ganz pfiffigen Kerlchen, wa? Hast ja dann den Schnaps dabei. Ich würfel mal dagegen mit einem Willensstärkewurf von denen. Ja. Gar nicht so schlecht. Das ist eine, was sind das? 15. 20. Ja, sie nehmen deinen Schnaps an und
Kippen den runter. Na gut. Aber nur weil ihr die Schießeisen dabei habt. In einem Duell. Ach, wir haben Ork gegen Ork. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass man mein Schießeisen sieht. Entschuldigung. In einem Duell Ork gegen Ork würden wir euch platt machen. Verdeckt das mal wieder in der Öffentlichkeit. Stimmt, Demon. Die Elfe nickt. Ja, Snake. SL zeigt, dass er unbewaffnet ist. So. Also, offensichtlich unbewaffnet ist. Die Imperia, die liegt in der Karre drin. Aber er braucht halt eigentlich auch nicht unbedingt eine Waffe. Sag mal, Snake? Hä? Ah, genau, Snake, wegen der großen Schlange. hier in der Nähe gibt's hier irgendwo eine Siedlung oder sowas? Wir sind schon ewig durch die Gegend gefahren und gibt nichts. Ja, klar. Die große Stadt Days, um einen Tag von hier. Ansonsten. Da kommen wir ja gerade her, ne? Ja, Days. Also, nee, wollt da hin. Also, es ist eure Richtung, aber da wohnt sie nicht. Sie wohnt irgendwo hier auf dem Weg. Ich meine eher so. Irgendwo hier auf dem Land. Wir suchen eine alte. Ja, als ob mich das interessiert. Ich brauche nur die Straße. Du siehst aber so aus, als wäre das hier dein Revier und als wärst du jemand, der sein eigenes Revier gut kennt. Was kriechen für die Auskunft? Das kommt darauf an, wie wertvoll sie für mich ist. SL nuschelt sich so einfach so in den Bart. Nicht auf die $1,000. Guter Witz. Lacht ihr mich aus, oder was? Wir haben über deinen grandiosen Witz gelacht. Ich habe keinen Witz gemacht. Oh. Dann gucke ich den Goblin an. Nicht, wie du mit mir redest. Ich gucke den Goblin an und ignoriere ihn völlig. Ja, der Goblin tankt, geht dann auf euer Auto zu, also und die lassen das dann auch tatsächlich geschehen wohl erstmal. Und er fängt dann an, euren Wagen zu tanken. Sag mal, gibt es hier irgendwie eine Siedlung, eine kleine oder sowas? Wir suchen eine alte Bekannte. Fragst du den Goblin? Den Goblin, genau. Ich ignoriere die Orca völlig. Ja, die wenden sich dann auch irgendwann von euch ab und gehen dann zu ihren Motorrädern kurz und scheinen sich wohl zu unterhalten, leise. Ich behalte die im Blick. Mhm. Die Biker. Ja, der Goblin schaut dich an. Klar, also es gibt ja einige Höfe, die meisten davon sind verlassen. Also, Hast du eine Amsel? Daisy. Daisy Amsel. Ja, die wohnt, ihr fahrt noch etwa 10 Minuten und dann in den Feldweg rechts rein und der führt euch dann Richtung Canyon und dann dahinter. Es gibt nur die eine Straße. Könnt ihr nicht verfehlen. Fahrt so lange, bis ihr zu dem einzigen Hof kommt, der noch nicht verlassen ist. Der Firma dankt. Ja, und ihr seht dann, wie die Biker dann irgendwann mit verschränkten Armen dann euch beobachten. Der Goblin beendet das Ganze und geht dann rüber zu denen langsam und sie schauen dann euch an, als ob sie jetzt erwarten, dass ihr jetzt zum Abflug machen würdet. Ich gebe ihm tatsächlich Trinkgeld. Ah, ja. Oh, danke, Sir. Sagt der Zwerg-Biker und rollt die Augen. Und als der Goblin dann weitergeht, gibt er ihm noch so einen Tritt in den Hintern und der Goblin zuckt so zusammen und schaut so zu ihm. Ich gehe rüber zu Honey und du, Chef? Ha? Meinst du, das wäre eine gute Idee, dass die hier bleiben und so alleine mit dem Typ sind? Inwiefern? Naja. Also der Tritt in den Hintern hat SL gar nicht gefallen.
Die sehen ja überhaupt nicht nett aus. Also, guck mal. Und, ihr seht, wie einer von denen das Wischwasser nimmt aus dem Eimer und so ein bisschen sein Motorrad vorne sauber macht und dann den immer so ein bisschen ausschüttelt in die Richtung des Goblins und die anderen fangen wieder an zu lachen. Ich bewege mich langsam auf die Gruppe zu, ohne irgendwas zu sagen. Ich setze meine Erscheinung den stehenden unbeugsamen Blick setze ich mal auf. Auf welchen von den Vieren möchtest du zugehen? Den Ork, die Elfe, den Menschen oder ach, der Mensch, der hat übrigens als einziger auch einen Mohawk. Ist aber eher ein dürrer Kerl. Wer hat gerade den größten Mist bisher gebaut? Ja, der Ork oder der Zwerg? Der Mensch mit dem Mohawk, ist jetzt gerade noch dabei, mit dem Wasser so ein bisschen ihn zu triezen. Den Tritt hat er vom Ork bekommen. Ey, lass den armen Mann in Ruhe. Sagst du zu wem? Zu allen. Zu allen. Ja, sie drehen sich um. ihr habt eure Tankfüllung. Verzieh dich, sagt der Mensch. Willst du das nächste Mal ohne Zähne lachen? Was hat er gerade zu mir gesagt? Oh, taub ist er auch noch. Sag mal, und er kommt dann mit dem Zeigefinger so auf dich zu und sagt, sag mal du, und geht halt schnurstracks auf dich zu. Schnappen, umknicken. Au! Ja, und zwar schreit. Nach oben, da wo die Gelenke nicht hin funktionieren. Au. Ja, das will ich dir auch mal ohne Wurf gestatten. Er schreit auf und die anderen, Scheiße! Es geht los! Und sie haben auch ihre Sachen schon wieder weggepackt, das heißt, sie sind jetzt nur noch mit Fäusten, aber rennen dann natürlich alle gleichzeitig auf dich zu und ihr könnt mal alle einen Wurf auf Reaktion machen. Ach, endlich. Das ist einfach nur der Reaktionswürfel. Den könnt ihr mal würfeln. Und mein Gott, da bin ich hätte gerne eine 4 oder mehr. Ansonsten dürfen die drei erstmal schneller beim. Ich möchte einen Glückspunkt ausgeben. Das kannst du machen, ja. Das ist nur eine 2. Ich bin nicht schneller. Ich bin aber auch ein alter Mann. Heißt einfach nochmal würfeln? Einfach nochmal würfeln, genau. Ich bin wohl zu weit weg. Eine 8. Ja, sehr gut. Ich habe eine 5. Auf dem 8er Würfel. Okay, dann dürft ihr zwei anfangen. Also die über 4 gewürfelt haben, Edgy und SL. Und dann machen wir doch mal SL. Du stehst ganz vorne. Du bist dran, bevor die anderen dich erreichen. Du hast 2 Handlungen. Du kannst grundsätzlich alles machen, was du willst. Du hast 2 Handlungen Zeit. Wenn du angreifen möchtest, kann ich dir auch noch mal beschreiben, wie das im Nahkampf beziehungsweise im Fernkampf funktioniert, je nachdem, was du vorhast. Ja, den Lauch, den ich ja gerade noch eigentlich im Griff habe, würde ich einfach mal mit dem Fußkick erstmal einfach nur von mir wegtreten wollen. Dann wäre das ein Prügelnangriff. Ergibt sich der dritte Würfel folgendermaßen. Es gibt bei Dieseldrachen 4 Aspekte. Die nennen sich Beschreibung, Umgebung, Teamwork und Wow. Das bedeutet, wenn du einfach nur sagst, ich trete den, ja, also wenn es dabei bleiben würde, dann wäre das ein W4 als Moduswürfel. Wenn du mir das ein bisschen blumiger beschreibst, dann erhöhe ich dir das um eine Stufe, dann ist es ein W6. Ach, ein Roundhouse-Pick. Wenn du die Umgebung nutzt, dann wird das nochmal erhöht. Wenn du Teamwork nutzt, wird es nochmal erhöht. Und wenn du dann so eine tolle Idee hast, dass wir hier alle anfangen zu jubeln und sagen, wow, dann kriegst du den höchsten Würfel. Also das sind die Aspekte im Nahkampf. Der Tritt war halt schon so gedacht, dass er gegen die nächste festen Pfosten oder sonst irgendwas dagegen fliegt mit seinem Kreuz. Nicht einfach nur irgendwo hinfliegt, sondern erstmal so einen Kick abkriegt, dass er irgendwo dagegen fliegt und im schönsten
also in der besten Variante vielleicht sogar ein Knockout erstmal ist. Okay. Haut doch gegen seine Maschine, ist doch direkt demütig. Oder geht direkt in die Maschinen rein, stimmt. Geil. Das wäre okay. Das ist schön, Shepard. Sehr, sehr schöne Idee, da würde ich dir sogar ein Wow für geben. Also Beschreibung, Umgebung und Wow. Das heißt, gib dir mal einen Zehner als Moduswürfel und dann würfel mal auf Prügeln. Genau, also Prügeln ist bei Reaktion. Also das heißt, du nimmst den Prügelnwürfel, den Reaktionswürfel. Ich habe schon alles. Ich brauche nur noch einen Schwellenwert. Er versucht auszuweichen, allerdings kriegt er nur einen Vierer von mir, weil du ihn ja gerade festhältst. Dann, er hat aber ganz gut gewürfelt. 14. 18. 18, okay, ja. Aber du triffst ihn volle Kanne. Pff. Und er stürzt nach hinten, hält sich die Brust, verliert einmal Luft und stolpert und fällt dann hinten über sein Motorrad. Und das fällt dann gegen das zweite Motorrad und das fällt dann gegen das dritte Motorrad und das vierte. Und die drei, die gerade auf euch zusprinten wollten, halten halt an und verlieren die ganze Farbe im Gesicht. Und Scheiße, schnappt sie euch! Deine zweite Handlung. Ich bin auf ready einfach nur und ja. Du kannst gerne noch mal einen Prügeln Wurf machen, weil ich annehme, dass du zuschlägst, sobald sie dich erreichen. Ja. Du darfst ja ein Ziel aussuchen. Tatsächlich Kopf der Schlange. Ja. Also den Ork. Gehe ich mal davon aus, dass dieser Hühne, dieser Snake. Versucht der dann auszuweichen, wenn er dich erreicht. Der ist jetzt ein bisschen flinker und wir machen es der Einfachheit halber einfach mal nochmal mit einem Zehner. Mhm. Und er hat auch nicht so gut gewürfelt. 13 hat er gewürfelt. Mhm. Diesmal habe ich echt scheiße gewürfelt. Ich bin bei 7. Ja, nee. Also er kommt und duckt sich unter deinem Schlag weg und jetzt ist gleich eher an der Reihe, aber Edgy war noch ein bisschen schneller. Jo, ich schaue mich um, ob ich irgendwas greifen kann, womit ich zuschlagen kann. Du findest so einiges. Da steht so ein Wagenheber, wenn du was richtig Schweres haben willst. Irgendwo findest du auch einen Schraubenschlüssel. Na, Wagenheber hört sich gut an. Ich würde mir den Wagenheber greifen und würde auf dauernd Zwerg, oder? Mhm. Und würde einfach versuchen, im Zwerg eine überzubraten. So in der Hoffnung, dass SL die genügend abgelenkt hat. Weil er hat momentan die Schläger da angefangen. Ich bin weiter hinten. Wagenheber schnappen. Und mit Socki richtig ausholen und drauf. Finde ich gut. Also das ist Beschreibung und Teamwork. Und dann würde ich mal sagen, brauchst du eine Handlung natürlich, um den aufzuheben und dann die zwei Schritte dahin zu gehen, aber die zweite darfst du dann mal angreifen. Das darfst du wahlweise als Prügeln oder als Fechtenangriff machen. Das kann man dann interpretieren, wie man will. Ist am Ende ja doch nur, oder du kannst auch einfach nur Kraft würfeln, das geht auch. Würde ich dir in der Situation schleudern, das ist ja eigentlich nur drauf und das ist ja groß genug. Nee, ich mach lieber Prügeln. Okay, und dann kannst du dir mal einen W8 dazugeben. Okay. Und 10 reicht mir tatsächlich, weil der ist gerade abgelenkt. Die stürzen gerade alle auf SL. Nein, leider nur eine 8. Ah. Läuft gerade nicht bei uns. Läuft nicht. Ja, der Wagenheber fliegt durch die Luft. SL, du kannst noch gerade in letzter Sekunde deinen Kopf zurückziehen, als vor dir so ein Wagenheber durch den Raum fliegt und dann mit einem lauten Klong dann einfach nur in eine der Zapfsäulen einschlägt. sind die beiden dran. Die stürzen natürlich jetzt alle auf SL. Außer der Untersetzte im Mohawk, der liegt jetzt immer noch mit Rückenschmerzen auf dem Boden. Ich würde jetzt mal einfach sagen, würfel mal, wenn du möchtest, entweder auf Prügeln oder auf Gewandtheit, um also entweder dagegen zu kämpfen oder auszuweichen.
was dir lieber ist, wo du besser bist. Und ich die würden dann dreimal würfeln und ich nehme dann einfach den einen Wert für alle drei. Das ist tatsächlich egal. Ich versuche Gewandtheit. Dann müsste ich Athletik nehmen, das ist scheiße. Nee, dann nehme ich doch lieber Prügeln. Ja, also, dann mach das mal. Und du hast jetzt ja Teamwork. Die Umgebung hilft dir insofern auch. Du kannst nochmal beschreiben gleich, wie du dich versuchst unter den, wie du dich versuchst Prügeln. Zu verteidigen. kommt drauf an, wie der Schlag kommt. Ich kann ja schon mal würfeln für die drei Leute. Ja. Also der erste, der Ork, springt mit Anlauf auf dich zu und versucht dir in der Luft so ein Haymaker zu geben, einfach am ausgestreckten Arm. Glaube ich, war das? Da. Genau, der hätte eine 12. Der andere kommt dann von der Seite und versucht dich irgendwie am Bein zu greifen und irgendwie aus der Balance zu bringen. Der hat tatsächlich nur eine 10 gewürfelt. Und die Elfe, die ist tatsächlich die Schlauste, die läuft dann einen Halbkreis um dich herum und tritt dir dann von hinten in den Rücken. Braucht dafür allerdings ein bisschen länger. Die hat eine... Boah, die würfeln aber auch nicht gut. Eine 11. Finde ich nicht schlimm. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Genau, was habe ich gesagt? 12, 12, 10 und 11. 11, ja. Das ist ja wirklich harmlos. Okay. Ja, kommt drauf an, wie ich es würfel. Also. Hau rein! Tatsächlich, also den Schlag von der Seite, also den ersten versuche ich einfach nur mit dem Arm irgendwie abzublocken. Oder beziehungsweise, ich versuche ihn eigentlich eher zu kontern und wenn ich sehe, dass der Arm ankommt, würde ich versuchen, eigentlich direkt mit den Ringen auch gegen den Arm zu schlagen. Mhm. Beschreib ruhig nochmal, was du mit den anderen machst. Denk dran, du kriegst auch Bonus für Umgebung nutzen oder Teamwork. Mhm. Der andere versucht irgendwie an meinem Bein rumzukrabbeln. Genau, der greift, um dich aus der Balance zu bringen. Was machen wir denn da? Wer ist denn als nächstes um mich herum von meinen Leuten? Direkt einen Schritt hinter dir oder seitlich von dir ist Edgy, der gerade den Wagenheber geworfen hat. Okay. Würde ich versuchen, irgendwie das Bein so hochzuziehen und ihn eigentlich eher so auf ihn drauf zu treten, damit Edgy halt was mit ihm dann halt machen kann. Also, dass ich ihn fixieren kann irgendwie. Mhm. Und ich glaube, den Schlag in den Rücken, den kann ich schlecht parieren irgendwie. Weiß nicht, ob ich das mitkriege oder nicht. Du bekommst sie aus dem Augenwinkel, bekommst du sie schon mit. Ich würde versuchen, mich irgendwie so zu drehen, dass ich eine Wand oder eine Säule oder sonst irgendwas eher im Rücken habe, dass ich nicht von hinten angegriffen werden kann. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, dann auf jeden Fall Beschreibung, Umgebung und Teamwork. Also kannst du dir den Zehner geben. Okay. So. Muss ich jetzt für jeden Angriff würfeln oder muss ich zählt der eine Wurf dann? Was dir lieber ist. Ich würde nur sagen, sag's mir, bevor du würfelst. Ach, schade. Ich würde gern einzeln. Ich würde es gern einzeln machen. So, Entschuldigung. Tatsächlich, es hätte sogar gereicht. Ich hätte eine 16 gerade gewürfelt. Mhm. Also dann parierst du den Snake. Den Snake. Aber so ist es auch spannender, oder? Also entweder ich hab schon kann ja nicht alles verkacken. Ich hatte schön lange Zeit nachzudenken, was ich tue. Ja. Dann habe ich, der zweite ist eine 11. Gerade so, ja. Du schiebst das ist der am Bein, Krabbler. Zwergen weg Richtung Edgy. Mhm. Und die Dame von hinten, oh, das ist nur eine 6 tatsächlich. Und ja, ihr seht, wie SL quasi den Hünen von Ork einfach mit einer Hand beiseite schlägt und ihm auch noch gegen den Ellbogen
eine verpasst. In der gleichen Zeit kickt er den anderen mit seinem Bein. Also ist er wirklich wie so ein, wie so, alle stürzen sich auf ihn. Man sieht ihn für eine Sekunde gar nicht mehr, aber plötzlich fliegt der eine dorthin, der andere dorthin. Aber als er sich gerade wegdrehen will, landet dann der Tritt in seinem Rücken. Und du bekommst dann tatsächlich, was sind das? Das sind dann 6 Erschöpfung. Also du machst dir jetzt 6 Schrägstriche auf deine Gesundheit von oben nach unten. Schrägstriche? Genau. Schrägstriche sind Erschöpfung und X, also gut, das geht, wird, mit dem PDF wird das nicht gehen. Das ist natürlich. Genau, wollte gerade sagen. Also, das habe ich jetzt auch nicht gebracht, bedacht, das stimmt, ja. Das stimmt. Da muss ich schauen, siehst du, aber die kann man grau, schwarz oder gar nichts machen. Ist das vielleicht das? Kannst die grau machen? Nee, ich kann nur Kreuz oder nicht Kreuz. Ja, warte mal. Ich kann es mir auch so auf dem Papier aufschreiben. Ja, ich glaube, das wirst du tun müssen. Stimmt, aber das kann ich mir mal überlegen, ob es da noch eine Möglichkeit gibt. Beim PDF schreibe ich mir mal auf. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aha. Ich hätte es mir auch doch ausdrücken sollen. Aha. Das ist einfach nur ein Trick, um euch dazu zu bringen, mehr zu drucken und mehr... Ah, die Umwelt. Genau. Ich bin pro Diesel. Ja. Verdammte Druckerlobby. Wir fahren mit unserem HP zur Hauptstadt. Das ist quasi eine, es ist quasi eine Druckerkolonne, oder was? Ja. Mal. Au! Au! Wir blockieren die Druckerkühe. Okay, möchtest du zuerst Tempel oder soll ich? Hast du eine Idee? Ich hatte tatsächlich die Idee, dass ich mir diesen Eimer voll Wisch oder was auch immer Wasser es war und den Eimer dann komplett über allen auskippe und dann mit dann dem Eimer zu hauen. Dann würde ich gern zuerst, wenn es geht. Na klar. Ich habe ja noch dieses Pinchen Gin in der Hand. Mhm. Und ich habe ja früher tatsächlich eine Zeit im Zirkus verbracht und habe deswegen einen ziemlich großen Wert in Schauspiel. Ich nehme mein Zippo in die eine Hand, den Gin in den Mund, schnick, mach das auf, positioniere mich so ein bisschen seitlich, sodass ich über, sehr geil, über Edgy drüber und an SL vorbei so möglichst 2 von denen erwische und quasi den Gin über mein Feuerzeug zu denen spucke. Mhm. Gar nicht so sehr, um die anzuzünden, das ist nicht mein Ziel, aber ich hoffe, dass es sie so sehr aus dem Konzept bringt und so sehr erschreckt, dass die anderen dadurch bessere Chancen haben. Fantastisch, fantastisch. Ich würde sehr das geil mal, okay, was würfeln wir denn da? Ich würde gerne auf Schauspiel würfeln. Also ich finde die Begründung finde ich gut. Ich gebe dir auch einen 12er, einfach weil ich es so schön finde. Ich würde tatsächlich daraus einen Wurf mit Kontrollschwelle machen. Das kann man manchmal machen. Das heißt, wenn du mir eine 15 würfelst, dann schaffst du das so mit dem Effekt, den du dir wünschst. Ja. Wenn du unter 10 würfelst, heißt das, du schaffst es nicht. Wenn du zwischen 10 und 15 würfelst, dann schaffst du es zwar, aber dann geht was schief. Okay. Der Chef weiß schon, dass das hier eine Tankstelle ist. Ist in Ordnung, ich habe einen Eimer. Keine Ahnung. Klappe, Edgy. Ich das zuerst machen und du dann nach dem Eimer Wasser. Auf dem W12 habe ich schon mal eine 12. Das ist schon mal gut. Auf dem kann es ja nicht was schief gehen. Auf dem W8 eine 7 und auf dem W6 eine 2. Das sind 19, 21. 21, nicht schlecht. Ihr seht mit einmal einen Feuerball. Einen kurzen Moment sagt euch das Herz in die Hose, weil ihr denkt, die Tankstelle geht hoch. So ein Feuerball, Junge. Und ihr habt mich gefragt, wie groß die Tankstelle ist. Ich habe Feuerball gesagt. Ja. Also der Honey, schön, passt ja auch, löst das Problem mit dem Feuerball. Hat
50 Minuten gedauert. Ja, okay, gut. ja, und ihr seht nur, wie der Typ gerade mit dem Mohawk sich gerade wieder aufrichtet, also zwischen den Motorrädern wieder so, und steht so halb wieder auf, und mit einmal seht ihr nur den Feuerball über seine Haare rüber. Die sind dann weg. Das tut mir leid. Während die anderen sich tatsächlich in Deckung begeben und soll ich dich Pete oder Motormouth nennen? Was hättest du lieber? Ach, darfst du dir aussuchen. Motormouth. Es steht da, Motormouth. Dann machen wir Motormouth. Motormouth. Und vor dir landet tatsächlich die Elfe, die nett. Aus dem, die den netten Namen Demon hat. Und landet vor dir im Dreck, weil sie gerade noch so ausweichen konnte, und schaut dann hoch zu dir. Ja, und ich habe den Eimer schon in der Hand. Ja. Und kippe ihn über ihr aus. Das kannst du machen. Du kippst ihr den Eimer mit Wischwasser ins Gesicht und sie schreit auf. Dreckiges, braunes Wasser. Ja, und hast jetzt den leeren Eimer in der Hand, sie hat jetzt dreckiges Seifenwasser in den Augen. Auf den Kopf. Der kommt jetzt voll auf den Kopf. Möchtest du den einfach nur schwingen und gegen ihren Kopf, oder willst du sie in ihr aufstülpen? Ich will ihr aufsetzen und dann dagegen hauen. Okay. Ich gebe dir einen vollen 12er für Umgebung, Teamwork, wow. Weißt du eigentlich, ich habe es extra nicht gesagt, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du das tust. Ja, dann würfel mal auf Prügeln. Auf Prügeln. Nimm dir zum Draufhauen den Schraubschlüssel, von dem er eben erzählt hat. Das halt so richtig krass. Bong. So. Also, genau, Prügeln mit Reaktion und einen 12er kannst du dir dazu nehmen. Und sie ist absolut wehrlos. Eine 10 reicht mir, um das hinzukriegen. Sehr gut, weil Prügeln kann ich nicht so gut. Das sieht halt so hübsch aus. Ich habe eine 14. Ja, also ihr seht nur, mit einem Gumm landet der Eimer auf ihrem Kopf, und dann beginnt das Glockenläuten, also bing, bong, bing. Und ihr seht nur, wie ihre Arme nach links und rechts schlackern, und irgendwann sinkt so in so einer S-Kurve aus dem Eimer heraus und bleibt dann bewusstlos liegen. Und In dem Moment seht ihr dann auch nur, wie Snake sich aufrappelt, und er sieht den einen seiner Gangmitglieder, der gerade sich die Flammen aus der Glatze schlägt. die Elfe, die gerade so benommen versucht, nach vorne zu robben und irgendwie dann, obwohl sie eigentlich schon fast liegt, trotzdem umkippt. steht dann auf und richtet dann sein Motorrad tatsächlich mit einem Schwung auf, also der hat wirklich Muckis, zieht dann die andere hoch, und es scheint sich, als würde sich die Bande versuchen, aus dem Staub zu machen. Das mit dem Aufstellen der Motorräder dauert natürlich ein bisschen. Wollt ihr noch etwas machen? Eigentlich wäre eher meine Idee gewesen, wenn er sich aufrappelt und eigentlich Richtung Motorrad sprinten will, ihn hinten an der Hose zu greifen, nur am Gürtel, am Hosenbund, und wieder ranzuziehen. So. Dann machen wir einen Wurf auf Reaktion, einen Rettungswurf, also nur den Reaktionswürfel. Nur den Reaktionswürfel. Genau, und dann 4 oder mehr. Ob du es schaffst, ihn rechtzeitig zu schnappen. Okay. 5, ja. Also du greifst seinen Schlangenledergürtel mit silbernem Totenschädel und ziehst ihn dann zurück, und er wird einmal durch den Sand geschliffen. Und du kannst, du siehst auch vor dir tatsächlich, als du ihn ranziehst, auch seine seine Boxershorts in Griff weite. Weiß mit roten Herzchen, genau. Rosa Herzchen sogar. Oh. Ja. Und auf der Arschbacke Mutti tätowiert. Nee, da steht Komm, hau raus. Warte. Komm. Ist okay, wir sind FSK 18 gepflegt. FSK 18.
Ja, Dirt Hole steht da. Auf der Arschbacke steht Boy Toy. Kleiner Boy Insider, Toy. Da steht Ignatius. Sehr schön. Von mir liegt noch der Zwerg. Ich vermute, der versucht auch aufzustehen. Von daher würde ich auch einfach jetzt mal mit dem Fuß so seine Beine nochmal so, dass er beim Aufstehen vielleicht dann nochmal aufs Gesicht fällt. Oh, setz dich doch einfach drauf. Sei einfach schwungvoll draufsetzen. Reite ihn in den Leute, ich denke, wir können die Gentlemen jetzt auch gehen lassen, oder? Er hat noch nicht Entschuldigung gesagt. Das stimmt. Ja. Mr. Snake. Er will sich losreißen und dreht sich dabei eigentlich nur so halb in seiner eigenen Hose so um und hängt dann Mr. so. Mr. Snake, würden Sie sich bei dem Tankwart bitte entschuldigen? Komm mal her, Ignatius. Entschuldigung. Prima. Bitte? Was? Entschuldigung. Sehr fein. Und so während er noch so nach vorne gekippt ist, würde ich dann einfach nur so. Ja, und rennt dann oder versucht sich aufzurappeln, verliert dabei die Hose so halb, die Unterhose hängt ihm auch halb runter. Ihr seht nochmal alles schön das Tattoo. Und die Gruppe versucht sich dann aufzuraffen. Also ihr hättet die Gelegenheit, sie Windel weich zu schlagen jetzt, aber. Wir sind das Tschüss, Ignatius! Ich glaube, Ignatius ist sein Lover. Sag ihm lieber Hallo. Schönen Gruß an Ignatius. Genau. Er schaut und wird rot und verdeckt sich dann in die Arschbacke. Wobei er dann das Motorrad loslassen muss und dann fällt es auch schon wieder halb runter und dem anderen auf den Fuß und er schreit dann auf. Das kann man sich nicht ansehen. Es ist ganz schlimm. Das ist ein furchtbares Schauspiel. Das ist viel schöner, als Windelweich zu schlagen. Das ist viel schöner. Das bleibt für ewig in unserer Nähe. Kurze Zeit später sind die beiden, vier dann weggefahren. Die Elfe hat sich tatsächlich den Eimer aufgesetzt statt ihrem Helm, als sie losgefahren ist. Sehr geil. So, haben wir das erledigt? Wie viel schulden wir ihnen denn? Der Goblin schaut euch. Sie schulden mir gar nichts. Das war. Oh man. Wie viele von denen gibt's denn hier? Oh, da gibt's einige. Die da sind die schlimmsten. Die terrorisieren die Gegend seit Wochen. Vor allen Dingen die Höfe in der Nähe. Also die Leute sind einfach irgendwann entweder haben sie verkauft oder sind einfach so abgehauen und haben ihre Höfe zurückgelassen. Die Biker sind ein wirkliches Problem. Die arbeiten im Auftrag des Ölbarons. Das weiß hier jeder. Und der Sheriff auch. Und deswegen drückt der Sheriff Woher wissen Auge Sie das? Weil es immer so ist. Wahrscheinlich sein Bruder oder angeheiratet. Schwager zweiten Grades. Ja, sehen Sie. Dann, vielen Dank für Ihren wundervollen Service hier an der Tankstelle. Wir gucken mal, dass wir Emsel finden. Ja, viel Erfolg. Wie gesagt, Feldweg rechts rein und dann am Canyon 10 vorbei. 10 Minuten geradeaus, rechts in den Feldberg, ja. Am Canyon. Und dann etwa eine Stunde. Und dann kommen sie zum Hof. Heißt der Sheriff zufällig Ignatius? Nein, der heißt Omar. Oma. Ha. Na gut, macht ja nichts. Wenn die sich nochmal blicken lassen. Ich liebe es, wenn ein Plan so gut funktioniert. Wenn die sich nochmal blicken lassen, einfach Bescheid sagen. Wir sind in der Nähe. In der Umgebung. Ja, ihr genau. Schwingt euch das L-Team. Ja. Schwingt euch an. Zurück in euren Sattel, sozusagen. Lame-Signal. In euren Lieferwagen mit
also schwarz lackiert natürlich mit rotem Streifen auf der Seite und langsam fahrt ihr los, zurück auf den staubigen oder vom staubigen Weg der Werkstatt auf den Asphalt. Und irgendwann verschwindet dann auch die Tankstelle im Rückspiegel und erreicht die Landstraße, den Feldweg, biegt ab. Und ja, jetzt wird die Fahrt richtig unangenehm. Also es holpert und poltert. Der Weg ist uneben, gesäumt von Spuren ausgetrockneter Bäche, die euch daran erinnern, dass Wasser hier so kostbar ist wie das Gold, das es wohl einst hier gegeben haben muss. Denn ihr fahrt an alten Gerätschaften, verlassenen Gerätschaften vorbei, stumme Überbleibsel einer Minenära, die längst vergangen ist. Dann schlängelt sich die Straße um die Ecken felsiger Ausläufer, die sporadisch aus dem Boden ragen, als wären sie die Zähne eines riesigen Ungeheuers. Hier passiert eine Ansammlung von Holzgebäuden, die mal mehr oder mal weniger intakt sind. Eine Geisterstadt scheinbar, die jetzt nur noch von Wind und Wetter bewohnt wird, aber kaum mehr ist als nur noch die wenigen Wände, die dort stehen. Ja, so nach und nach verändert sich dann auch das Gelände. Und das Erste, was... naja gut, ihr könntet mal vielleicht noch mal einen Wurf machen auf Suchen und Finden, denn ihr werdet euch ja umschauen, ob ihr in der Nähe irgendwas entdeckt. Auch da wieder würde ich den beiden, die vorne sitzen, einen Zehner geben und den anderen einen Achter. Mhm. Und dann mal auf Suchen und Finden. Das ist bei, soweit ich weiß, Verstand, genau. Ah ja, Suchen heißt das nur noch in der zweiten Edition. Ja, sollte man wissen, wenn man sie geschrieben hat. Einen Zehner hast du gesagt, gell? Genau, Zehner, die vorne sitzen mit einem Zehner und die hinten sitzen mit einem Achter. Ich habe eine 16. 18. Sehr gut. 14. 14. Ja, okay, Wahnsinn. Ja, also und ihr erkennt sofort das, was eine Sekunde lang aussieht wie eine Landschaft voller langer, schwarzer Schatten. Und aber ihr seht sofort, es handelt sich um die langgezogenen Schatten der großen Ölpumpen, die hier in der Ferne auf- und abschwingen und wirklich alles bis zum Horizont ist voll mit diesen Ölpumpen, soweit das Auge reicht. Also ihr kennt ja diese Wippen aus den Filmen, ja, und die sind tatsächlich relativ groß. Das glaubt man gar nicht so, aber ja, ihr fahrt dann auch an ein paar vorbei und machen auch eine ganze Menge Lärm. Und ja, die schöne Prärie von der Route 99 aus gesehen ist hier wirklich wie aufgerissen und wie eine Wunde sieht es eigentlich aus. Doch dann seht ihr zwischen den rhythmischen Maschinen eine kleine Oase, kommt es euch fast schon vor. Ein Fleckchen Farmland, gar nicht so klein, das sich zwischen den schwarz glänzenden Pumpen behauptet. Und ihr erkennt ein einsames Farmhaus, das standhaft die letzte Bastion gegen die um sich greifende Industrie scheint. Das scheint es zu sein, oder? Ein kleines gallisches Dorf? Ach nee. Sieht aus. Ja, ihr seht, dass die Straße auch noch weitergeht, also scheint nicht das Ende der Route zu sein, aber es ist tatsächlich auch nur diese eine Straße und ihr seid jetzt auch ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde gefahren von der Hauptstraße aus. Also hauptsächlich liegt das daran, dass dieser Weg so uneben ist und ihr natürlich nicht so schnell fahren konntet. Ja, und ihr nähert euch der Ranch, die wie ein Relikt aus vergangenen Wildwestzeiten wirkt. Das Hauptgebäude oder das einzige Gebäude, Wohngebäude, einst sicherlich stolz und robust, zeigt jetzt die Narben der Zeit. Die Holzplanken sind verwittert, die Farbe abgeblättert. Aber trotz der sichtbaren Abnutzung steht die Struktur fest und unerschütterlich inmitten der bizarren Landschaft. Es gibt außerdem noch eine Scheune und einen kleinen Wasserturm.
Und ja, es gibt tatsächlich sogar, als ihr näher kommt, seht ihr auch einen Vorgarten, der deutlich grüner ist als hier die Prärie drumherum, von Wildblumen überwuchert und sogar eine kleine Veranda, die auch gut im Schuss aussieht, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommen. Sieht so aus, ja. Als könnte hier eine Daisy leben, oder? Hey, Arnie. Arnie. Ja, was? Direkt vorfahren oder ein bisschen Abstand halten? Nee, fahr direkt hin. Wir sind ja gerufen worden. Okay. Ja, ihr fahrt so nah ran, wie ihr könnt. Da ist natürlich ein weißer Gartenzaun, selbstverständlich drumherum. Ein Briefkasten auf einem Holzpfahl mit Blechern mit so einem roten Schildchen und so natürlich. Hat Post. Und ja, und ihr steigt dann aus und der erste Blick ist jetzt erstmal, seht keine Bewegung, keine Regung. Die Tür, also das Fliegengitter, das klackert so ein bisschen im Wind und auch die Vorhänge wehen so leicht. Vorne am Tor irgendwie so eine Glocke oder eine Triangel? Nee, das seht ihr tatsächlich nicht. Das Gartentor steht aber auch nur leicht angelehnt dort. Ja, und die Vorhänge wehen lose im Wind. Pete, das ist doch dein Job. Erstkontakt. Also ich würde erstmal gucken, also diese Briefkästen sind ja nie abgeschlossen, wie viel Post denn da drin liegt? Wie lange vielleicht schon niemand mehr hier ist? Ja, du machst das Ding auf und kannst mal einen Wurf auf Reaktion machen. Oh Gott. Einen Rettungswurf. Wirkt das denn so, als ob das komplett verlassen wäre? Nee, es ist also der Vorgarten ist gepflegt und grün. Okay. Es sieht nicht beschädigt aus. Okay. Es ist halt nur in die Jahre gekommen, aber es sieht so aus, als ob hier noch jemand wohnt. Ach so. Mhm. Genau, einfach einen Rettungs-, einen einzelnen Reaktionswürfel, genau. Und eine 4 oder mehr. Achso, was hast du? 5. 5. Ja, du machst das Ding auf und duckst dich gerade noch weg, als dann so eine Krähe dann da rausfliegt. Oh Gott. Und du siehst, dass der Briefkasten tatsächlich von der anderen Seite offen ist. Und ja. Post ist tatsächlich nur ein Flyer drin. Ein Reiseprospekt über Kreuzfahrtreisen in Europa. Reisen von Europa nach Sukata. Garantiert dran. Ja, dann gebe ich das Edgy mal hier halt. Und würde an die Tür herangehen. Ja, du... Das Türchen auf. Genau, du machst das Türchen auf und ja, es quietscht so ein bisschen und du hörst so das Piek und dann hörst du nur und du bist irritiert und dann ja, hörst irgendwie ein summendes Geräusch irgendwie um dich rum, schaust dich um in dem Blumenbeet zwischen den Wildblumen, aber du siehst jetzt auch, ja, ein, zwei Bienen sind da schon, aber nicht so viele. Es kommt auch von weiter weg. Es klingt wie ein Rasenmäher irgendwo in der Nachbarschaft, aber hier gab es ja keine Nachbarschaft. Hören wir den auch? Hören wir das? Ja, gleich? Hört ihr jetzt auch, ja. Dann gucke ich mich mal um, wo das herkommt und was das ist. Ja, macht doch mal alle einen Wurf auf Suchen. Mhm. Gebt euch mal einen 12er. Aber ich hätte gerne eine 14 oder mehr. 12er? 19. Sehr gut. 17. Oh. Sehr gut. Gott. 7. SSL lehnt an seinen Van, der kriegt gar nichts mit. Der versucht einfach nur stark auszusehen, der hat eine 8. Ja, also ihr SL und Motormouth, ihr bekommt das
ihr könnt es noch nicht so verorten, ihr anderen beiden merkt dann irgendwann, okay, das kommt gar nicht, das kommt von noch weiter weg, das ist einfach immer noch etwas leise und dann irgendwann und irgendwann kommt es euch dann und ihr schaut nach oben und seht dann tatsächlich aus dem quasi in Richtung Sonne, im Schutze der Sonnenstrahlen, über das Scheunendach hinweg, hört ihr dann das Motorengeräusch eines Flugzeuges, eines Doppeldeckers. Und in dem Moment saust quasi niedrig und schnell mit lauten, wilden Propellergeräusch, mit einem dröhnenden Rattern ein Kleinflugzeug direkt über euch hinweg. Gefährlich niedrig. Die Haare fliegen weg. Über eure Köpfe. Und ihr könnt den Piloten jetzt nicht sehen, aber ihr zuckt instinktiv zusammen und das seht dann das Flugzeug eine sehr enge Schleife drehen und wenden. Was wollt ihr machen? Klassischer Militärmanier, werf ich mich auf den Boden, so in den Drecks. Hat das Flugzeug irgendwelche Abzeichen dran oder sowas? Nein, also dein erster Gedanke ist, das sieht einfach nach einem, das ist ein altes, klappriges Flugzeug. Also das sieht nicht nach einer modernen Maschine aus. Das sieht auch nicht ganz einfarbig aus. Also es ist hier und da mal was ausgetauscht worden. Also es ist wie so ein in der Landwirtschaft benutztes Flugzeug. Genau, hundertprozentig, genau. Wie so ein Landwirtschaftsflugzeug. Und als du dich dann auch umschaust, du und Edgy, habt ihr dann gut gewürfelt vorhin, als du das dann wegfliegen siehst, siehst du tatsächlich auch etwas weiter weg so eine Windhose an so einer Stange und du siehst dann, da ist auch ein zweites gemähtes Feld. Also es scheint hier auch eine Landebahn zu geben. Naja, dann. Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ich hasse Flugzeuge. Ich liebe Flugzeuge. Ich liebe Flugzeuge auch. Edgy, Klappe. Socke, auch Klappe. Ich laufe in Richtung Landefeld. Ja, und ihr geht um das Haus herum und seht dann auch tatsächlich. Auf dem Weg am Haus vorbei gucke ich nochmal in die Fenster rein. Dir fällt tatsächlich was auf, als du reinguckst. Ein sehr gemütliches Haus, sehr altmodisch eingerichtet. Sehr viele Häkelsachen und Häkeldeckchen und Schränke, alte Bauernschränke. Und dann siehst du tatsächlich einen Schaukelstuhl, der wippt. Der wippt sogar noch? Ja, mit dem Rücken zu dir. Und dem Gesicht zum Eingang wohl. Also relativ nah am Eingang. Ihr seid jetzt rumgelaufen. Ich mach da erstmal noch nichts draus. Mir reicht die Info erstmal. Ja. Ja, und dann kommt ihr nach, es sind schon tatsächlich so ein paar Meterchen, die ihr laufen müsst. Als ihr dort seid, ist auch der Motor tatsächlich gerade ausgemacht und eine Gestalt steigt heraus. Mit dem Griff an den Kanten des offenen Cockpits springt eine Frau, eine Ork-Frau mittleren Alters heraus. Die Stiefel wirbeln den Staub auf, als sie auf dem festen Boden aufkommt. Ihr Outfit ist zweckmäßig. Eine Mischung aus übergeworfener Fliegerjacke und Latzhose, Arbeitskleidung. Deutlich abgetragen. Ich sehe das nicht gleich. Ich fange direkt erstmal an zu wettern. Sag mal, wo hast du denn deinen Flug? Ich bewundere die Orkin nur so halb, aber mehr das Flugzeug. Oh, nette Kiste. Wo ist die her? Die Ork-Frau setzt sich dann einen breitkrempigen Cowboy-Hut auf schaut euch dann kurz an, zieht ihre Handschuhe aus und hi guys, ich bin Daisy. Der Vorschlag aus dem Chat wäre Emilia Orkhardt gewesen. So einen guten Namen
speichere ich mir ab für irgendein Abenteuer. Das mache ich für irgendein Kaufabenteuer. Ich begutachte nicht das Flugzeug, sondern die Orkin und sage, stimmt, hübsche Kiste. sorry für den Tiefflug. Ich habe gedacht, ihr wärt jemand anderes. Ich habe es erst ein bisschen zu spät gesehen, sonst habe ich dann noch hochgezogen. Und, ach, alles gut. Sind wir ja gewöhnt. Alles gut. Ach, das macht gar nichts. Das ist ein bisschen Wind. So. Hat ihn ganz durchgewirbelt. Und ihr seid wer? Achi. Glaube, wir sind die, auf die du wartest. Oh, die Freunde von Klaus Lee. Genau. Die sind wir. Ganz genau. Tja. Ah, gut, dass ihr da seid. Es ist, es wird immer schlimmer mit der Situation hier. Ja, wir hatten schon eine sehr konstruktive Unterhaltung mit einem gewissen Mr. Snake und einer Mrs. Demon. Die Peng-Gang? Oh, ja, süß. Ja. Aber die haben eher, die haben eigentlich nur Pöff gemacht. Also, wenn überhaupt, Knallfrösche. Machen viel Krach, aber man kommt mit ihnen klar. Das Problem ist, es wird immer mehr und jetzt bin ich langsam die Letzte hier, die noch übrig ist. Alle anderen haben sie schon irgendwie gekriegt. Der Überron ist wirklich eine Plage. Ja, aber das scheinen ja nicht die Gangs zu sein, die das Problem sind, sondern das Problem liegt ja wohl eher woanders. Ist mehr ein Symptom als der Grund. Er hat sie angeheuert, um die Leute hier zu vertreiben. Er will das Land. Mehr Öl. Soll man nicht reingehen zu der anderen Person, die noch drinnen im Haus wartet? Er schaut, sie schaut dich erstaunt an. ich dachte, ich hätte euch abgefangen, bevor ihr ins Haus seid. Wir sind doch nicht im Haus gewesen, aber ein Haus hat immer Fenster und durch Fenster kann man durchschauen. Ich sehe, Sie verstehen was von Ihrem Fach. Ein Meisterarchitekt. Durch Fenster versteht er was von Fenster. 1A. Ich bin professioneller Spanner. So was von Fenstergucker. Dafür wurden wir angehört. Gut, ihr geht zusammen zurück zum Haus und tatsächlich geht sie dann vor und ruft dann. Na, wo sind meine Notizen? Da. Abuela, ich bin zu Hause und ihr kommt dann rein und als euch eure Augen sich an die Dunkelheit in dem Haus gewöhnt haben, seht ihr tatsächlich in einem gemütlichen Schaukelstuhl eine uralte Ork-Oma mit krummen, buckligen Rücken, vielleicht noch 1,40 groß. Die Haut zeigt die Spuren eines langen Lebens und das schlohweiße Haar ist zu einem lockeren Knoten gebunden. Ihre Augen, obwohl etwas trüb, warm und freundlich. Und als sie euch bemerkt, bricht ein breites, freundliches Lächeln auf ihrem Gesicht auf und Besuch. Ma'am. Schön, dass wir Gast sein dürfen bei Ihnen im Haus. Ist das Johnny? Zeigt dann auf SL. Johnny, du bist aber groß geworden. Dein Ton ist aus, Johnny. Wenn du was Nein, sagst. Mein Name ist Syl. Oh, okay, Johnny, was immer du sagst. Nein, so, ja, okay. Ist das deine Freundin? Nur Daisy, dann. Abuela, das ist nicht Johnny. Das sind Freunde von Klaus. Wer? Nein, Klaus, nicht wer. Aber egal. Klaus Lee. Wart ihr auch bei der Versammlung? Welche Versammlung?
Es tut mir leid, sie ist fast 90. Das ist normalerweise, naja, egal. Jedenfalls. Ja, die Versammlung. Wann war die denn? Vielleicht waren wir ja da. Oh, ein sehr offiziell aussehender Herr war hier. Was wollte dieser Herr? Er sagte, er sei von der Versammlung, also von der Regierung. Und in dem Moment hält tatsächlich Daisy dann auch inne. Und dann, wann? Ja, jetzt gerade, als du unterwegs warst mit dem Flugzeug. Und er hatte ein amtliches Papier dabei mit einem Stempel und allem. Ich habe unterschrieben. Er meinte, es sei für die öffentliche Sicherheit. Oder war es für die Straßen? Oder... mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Johnny, bist du das? Daisy, bring uns nein, mal. Nein, Ma'am. Ma'am, wir setzen uns ein bisschen auf die Veranda, ja? Ja. Abuela, was hast du unterschrieben? Was genau hast du... Oh, es war wichtig für die Gemeinschaft. Haben Sie eine Kopie von diesem Dokument? Nur offizielle Schreiben geben eine Kopie. Sie schaut sich dann um. Oh je. Ich weiß auch nicht. Ich sehe es nicht. Wir nehmen es immer ab. Ja, gut. Dankeschön, das wollte ich doch. Ja, und du hältst tatsächlich in der Hand einen Durchschlag. Mhm. Von einer Kaufurkunde. Ui. Ich trete an. Ausgestellt auf Abuela Umu mit dieser Adresse. Und wer ist der Käufer? Sieht nicht gut aus. Der Käufer ist Rutherford Greasley. Mutter Moth, was ist das? Das ist eine ganz große Scheiße, ist das. Dafür sieht sehr flach aus. Schau dir diesen Mist an. Die einfach so auszunehmen. Das kann nicht sein. Einfach für einen Betrag ältere Leute. Drauf? $1. Gar nicht so ein schlechter tatsächlich. Oh, okay. Also es stehen... $2. Jetzt lügen. Sagen wir so... glatte 100.000, das ist schon ein ordentlicher Betrag für so eine große Farm, also eigentlich zu viel. Also der ist tatsächlich eher vernünftig, aber dir kommt auch der Eindruck, darum geht es auch nicht, nachdem dann auch Daisy, die doch so tough aussah, ein sehr überraschter Schrei im Hals stecken bleibt, als sie das Schreiben sieht. Oder habt ihr euch das draußen alleine angeschaut? Das wollte ich nochmal kurz nachdenken. Okay, ja. Miss, wann war das? Wie bitte? Wann? Nur Besuch! Die sind gesagt, vorhin. Daisy, aber das kann man auch nicht so 100% ernst nehmen. Daisy, wie lange waren Sie weg? Ich war vielleicht eine Dreiviertelstunde weg. Ich war mit dem Flugzeug oben, um einen Buschbrand zu beobachten in der Nähe der... breitet sich schnell aus und ich wollte nur sicherstellen, dass er nicht in diese Richtung geht. Wenn jemand vom Ölbaron kommt, um diesen Vertrag unterschreiben zu lassen, wo wird er dann diesen Vertrag hinbringen? Das muss nach Days geht das dann, aber die Route ist eigentlich führt sie über die Hauptstraße, aber da ist der Buschbrand gerade unterwegs. Also die ist komplett dicht. Das ist gut. Sie müssten dann, ja klar, sie müssten dann die Umgehungsstraße nehmen. Das ist der alte Trail aus den Pionierzeiten. Der führt durch den Canyon komplett durch und übers Hinterland. Das sind bestimmt 4 Stunden Umweg. Also, SL ist schon unterwegs zu seinem Van. SL, easy. Wir müssen vorbereitet sein. Was? Den müssen wir kriegen. Wir brauchen ein Ja, müssen wir und werden wir. Aber was sage ich immer? Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Bleifuß. Das auch. Gleich darfst du.
Ist dieser alte Trail auf der Karte, die wir dabei haben, vielleicht eingezeichnet? Ja, also Daisy holt dann tatsächlich aus einer Schublade eine alte zusammengefaltete Karte heraus und legt sie auf den Tisch, holt dann natürlich auch rote Pinnnadeln und so Monopoly-Autos oder was auch immer, was so ein Schuh und so ein Zylinder und so. Man sieht auf der alten Karte einen roten Strich. Genau. Man sieht doch, dass der so länger wird von alleine, wo das andere ja, auch ja, genau. Ist. Das ist eine magische Karte. Teuer. Nicht anfassen. sie erklärt dann tatsächlich, okay, also wir sind hier. Ihr seid von der Hauptstraße gekommen, über diesen Weg. Den haben die auch genommen. Aber dann sind sie in Richtung Route 99 und dort werden sie irgendwann ab diesem Punkt nicht mehr weiterkommen. Um nach Days zu gelangen, müssten sie dann wieder hier ins Hinterland. Das heißt, sie kommen zurück in unsere Richtung und wir fahren einfach die Straße weiter runter. Das heißt, sie müssen hier dran vorbei wieder? Nicht hier dran, aber wir fahren jetzt diese Straße, die ihr gerade gekommen seid, einfach weiter. Und dann kreuzen wir die andere Straße, die wieder zurückkommen. Und wir können uns im Prinzip aussuchen, wo wir sie abfangen. Also Motormouth? Auf der Route gibt es mehrere Orte. Es gibt die alte Geisterstadt hier, die verlassen ist. Es gibt den Canyon mit seinen alten Brücken und natürlich das Ölfeld, wo sie durchkommen. Und was sagen meine Notizen noch? Sie kennt sich natürlich bestens aus. Von oben ach so, sollte man natürlich auch am Ende der Blick gehabt haben. Stadt gibt es noch die verlassene Mine, falls uns das was hilft. Also das Ölfeld sagt mir bisher am meisten zu. Sag mal, Motormouth. Ja. Könntest du uns ein paar Sachen besorgen? Was denn? Ich bräuchte ein paar Stangen Dynamit, Zünder, Metallplatten, ein Schweißgerät. Quadratisch? Klassische Einkaufsliste von früher. Ja, ja. Schweißgerät. Hat immer dieselbe. Mhm. Ein paar Rollen Stacheldraht. Und Schaufeln und Spitzhacken. Okay. Also Dynamit gibt es vielleicht noch Überbleibsel bei der Mine. Und sonst habe ich hier auch noch einige Sachen auf dem Hof. Ich meine, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Wenn ihr euch umschaut, findet ihr bestimmt was ihr gebrauchen könnt. Motormouth ist perfekt im Besorgen. Ja, und SL darf erstmal mein Packesel spielen. Motormouth, du darfst mal auf Suchen würfeln. Kann man sowas wie unterstützen dabei? Ja, also weißt du, wir können ja auch mal eine... Wir brauchen jetzt eine Montage. Wir brauchen jetzt kommt die Montagemusik. Epischer, militärischer... Mit epischer, militärischer schön Musik. Zusammengekattet, wo ich jedes einzelne Teil finde und hochhebe. Richtig, und ich anfange, alles so zusammen zu schweißen. Die Schweißbrille so. Ja. Sehr gut. Und alles sieht aus, als müsste man für das, was ihr baut, natürlich eigentlich mindestens 2 Tage brauchen. Aber es ist natürlich in 2 Stunden. Super schnell. In der Zwischenzeit untersuche ich schon mal das Flugzeug, weil und würde mal fragen, ob er das nochmal betanken kann. Weil wir mit dem Flugzeug von oben natürlich die Möglichkeit haben, die auch schon besser abzufangen. Ja, also du kannst mal auf Wissen würfeln und nimm mal deinen Fingerfertigkeitswert als Moduswürfel dazu. Währenddessen kann Motormouth auf Suchen würfeln. Du kannst schon mal mit einem 12er suchen. Und ich würde sagen, Honey, du unterstützt mit deiner Intelligenz, also mit deinem Wissen. Oder, warte mal, nee, mit deiner... doch, mit Wissen ist, glaube ich, am besten. Ja, ist okay. Also ich habe nur 20. Und dann würfel mal auf Wissen und gib dir auch mal einen 12er, weil du versuchst jetzt sozusagen ein bisschen Tipps zu geben, was ist gebrauchbar von dem, was Motormouth da anschleppt und was. Also ich habe schon mal eine 19. Okay. Ich eine 20. Okay.
Wir sind ich habe auch eine 20. SL, du kannst mal auf Kraft würfeln. Und du darfst dir mal deinen Wissenswürfel als Moduswürfel dazugeben. Also du versuchst sozusagen mit Muckikraft irgendwie sinnvoll zu unterstützen. Das macht er doch immer. Der er schweißt und so. Genau. Ja, genau, genau. Er ist ja auch du musst dazu halt verstehen, was sie von dir wollen. Dafür gibt es Anweisungen. Ja. Ich bin Bandarbeiter, ich arbeite quasi auf Zuruf. Links, welches links? Von dir aus oder von mir? Okay, ist ein U-Boot draus geworden. Kann man auch benutzen. Tauchen wir im Ölfeld unter. Ich hab eine 5. hast du noch Glück, was du ausgeben kannst? Stimmt, ich habe noch Glück. Ich habe noch von 3 habe ich noch 2. Also ich würde gerne nochmal das Ganze. Das ich würde den Wurf gerne wiederholen. Das wäre jetzt sehr schön. Werf nochmal. Ja, tatsächlich. Er hat das Auto auseinandergebaut und kriegt es nicht mehr zusammen. Und in der Wüste ein U-Boot rausgebaut. Eine 13. Ja, das reicht doch. Also, ich gebe euch mal einen Überblick. Ihr habt wirklich fantastisch gewürfelt. Also, ich werde euch nichts vorenthalten, was es hier gibt. Was draus machen müsst ihr selber. Aber auf Daisys Farm findet ihr eine Vielzahl an interessanter Gegenstände. Schreibt gerne mit, es ist eine Menge. Ja. Ich sage es euch aber auch gerne nochmal, aber nur, dass es ihr ungefähr wisst. Daisy hat alte Arbeitskleidung, also verschiedene Overalls und Jacken, um sich zum Beispiel als Arbeiter zu verkleiden. Es gibt eine Wäscheleine mit einigen Bettlaken. Es gibt diverse Hüte, um sich zu verdecken oder zu verstecken. Ich und Schals und großartige Tücher, Ideen. Bunte, gehäkelte. auch natürlich Regenkleidung und Winterkleidung. Also alles, was man eigentlich finden kann. Interessanterweise findet ihr sogar eine Kostümkiste vom Dorftheater. Also das scheint ein ganz altes Requisit zu sein. Und dort findet ihr zwei alte Kleider, so mit was ist das? Petticoat? Nee, also mit Unterrock und Rüschen und so, genau. Und damit das Kleid so gut bauscht. Genau, genau. Da findet ihr auch zwei von. Und ihr findet da drin sogar auch noch eine alte Polizeiuniform. Bisschen eigentlich in die Jahre gekommen. Also wenn man ganz nah dran ist, würde man schon merken, nee, das ist eigentlich nicht mehr das, was die heute tragen, aber vielleicht aus der Ferne geht noch. Des Weiteren findet ihr, also das war jetzt sozusagen Gegenstände für Verkleidungen. Dann findet ihr Dinge wie Gummischläuche, Ölkanister und das dazugehörige Öl und Benzin natürlich. Ihr findet einen Eimer voller Kalk gegen Schnecken. Ihr findet eine Kartoffelkanone, so eine die, geil. Zum kann man Granaten reintun, Leute. Ihr findet tatsächlich bei dem guten Wurf, den ihr gemacht habt, auch dann in der Scheune einen alten Schrottplatz-Greifarm, den sie wohl nutzt, um ihren um schwere Gegenstände zu bewegen. Seht außerdem, dass es ein Flutlicht am Flugplatz gibt. Das kann man auch abmontieren. Und eine Nebelmaschine, die sie selber gebaut hat, für Halloween natürlich, für was sonst. Ja. Ja, und als allerletztes, das ist ja Druckluft, okay. Ja, und das Letzte, was ihr findet, natürlich neben allen anderen Sachen wie Holz und Farben und Kabeln, Seilen, Metall, also sowas erwähne ich jetzt gar nicht. Das Letzte, was ihr findet, ist tatsächlich dann ein umgebautes Feuerwehrfahrzeug in der Scheune.
dass sie als Düngerlaster, Wasserspritzer, Tankwagen benutzt. Also es ist keine Drehleiter, aber es ist ein Lösch, hat eine Löschkanone obendrauf und ist jetzt momentan noch halb leer, aber es gibt ja auch noch den Wasserturm und ja, ein bisschen, ihr merkt, da sind schon noch ein bisschen Güllereste in dem Tank auch drin, ja. Lecker. Kriegt man noch mehr Gülle irgendwo her? Ja, also wenn du dich umschaust, findest du tatsächlich, ihr findet tatsächlich heraus, also Daisy führt euch in der Zwischenzeit natürlich auch rum und sie hat so eine gemischte Farm, so hier und da ein paar Kühe, da hier zwei, drei Pferde und noch auch so ein Feld oder so, also so richtig Sinn macht das alles nicht, was sie da macht, aber das scheint wohl auch eher ein Herzensprojekt zu sein. Aber und dementsprechend hat sie natürlich einen Komposthaufen auch und da einen Graben, wo dann auch nahe der Scheune dann die Kühe sich entledigen ihrer Notdurft und da könnte man was von abpumpen. Ja, so einen ganzen Tank werdet ihr nicht voll kriegen, aber das kann man dann vielleicht das noch mit Wasser verdünnen. Ja auch nicht. Das kann man strecken, da das genau. Hier auf dem Land ist, die hat doch mit Sicherheit diverse Boxen an Munition, oder? Natürlich. Also Schrotflinten, meine, Munition. Mir ist eigentlich egal, welche. Und Konservendosen? Ausschließlich. Die ist nichts anderes außer okay. Bohnen, Mais, Erbsen, Tomatensuppe, Canned Soup. Und Dosenfleisch. Ich habe also sie Plan. Macht ihre Gülle eigentlich selber. Gut, okay. Hat sie einen Trecker? Also eine Möglichkeit, womit man schnell irgendwas ausheben kann. Dynamit. Ah, du meinst quasi so ein Schaufel, irgendwas ja, mit einer Schaufel sowas. Auch. Achso, du meinst, na gut, nee, also ein ja doch, einen Trecker. Weißt du was, mach doch mal einen Wurf. Du findest jetzt einen Trecker, den sie seit 10 Jahren nicht bemerkt hat. Der ist irgendwo doch mal in der Scheune so überdeckt mit Scheunenfund. Ich habe Plane, die genau. Du wegziehst. Scheunenfund. Würfel doch noch mal auf Suchen und nimm dir einen 12er dazu. Ja. Bei einer 13 ist es ganz gut, bei einer 17 ein bisschen besser. Auf Suchen, da habe ich eh schon W6, W10, W12. Das sieht gut aus. Das ist eine 17. 17, okay. Ja, du gehst gerade diese relativ große Scheune auch durch und schaust und du siehst zum Beispiel auch einen kaputten Motor von einem Flugzeug, der wohl mal ausgetauscht wurde, so ein Sternmotor. Ja, und du bist dann gerade an so einer weißen Plane. Und willst sie gerade aufdecken, aber die ist halt auch viel zu klein für einen Traktor. Ihr seht halt auch alle nur diese weiße Plane, seht 4 Autoreifen und hinten so ein bisschen hochgehend irgendwie so ein silbernes Auto, wo hinten so ein Aufbau ist. Steht an der Seite irgendwie Delor irgendwas dran. Aber du ignorierst es dann, weil du siehst dann einen Traktor tatsächlich direkt dahinter und den wolltest du. Und der hat auch haben. So eine Schaufel vorne dran bei dem Wurf? Der hat auch einen so ein, für so Heuballen so ein Gabel mir. Vorne. Und ja, auf, du ignorierst das Auto und das muss eh Schrott sein. So klein und flach wie das ist wahrscheinlich nur das ist nix. Folgender Plan. Ja, ich hab einen Plan. Der Mann mit dem Plan. Edgy, deine ja? Aufgabe wird es sein, den Typen mit seinem Auto gezielt Richtung Mine zu treiben. Okay. Du musst ihn immer so den Weg abschneiden, schieß vor ihm auf die Straße, was auch immer. Er soll Richtung Mine fahren. Wir werden in einigen Büschen an der Straße zur Mine hin, bauen wir aus Dachlatten, Stroh und den Kostüm so Puppen. Ah, genau. Ja, die mit Hilfe von der Wäscheleine können wir da dran ziehen und dann wupp, stehen die so auf und kommen so aus dem Gebüsch raus und dann sieht das so aus, als wären wir ganz viele. Ja. Außerdem wird bei jeder dieser Puppen eine Konservendose stehen, wo so ein bisschen Öl drin ist, was wir anzünden und da drüber so ein Ding, damit wir die Patronen in das Feuer reinfallen lassen können. Ne, wir haben ja nicht so viele Knarren,
Aber wir haben eine Menge Munition. Das heißt, in diese Dosen fällt die Munition rein, in das Feuer. Und dann hört sich das so an, als würde von überall auf die Leute geschossen werden. Kann man ja so wegziehen quasi machen, dass das dann so reinfällt. Genau, genau. Und den Rest kannst du behalten, du mieses Drecksschwein. Genau. Und auf der einzigen Straße, wo er wegfahren kann, heben wir eine kleine Kuhle aus, die muss gar nicht so wahnsinnig tief sein, machen die mit der Gülle voll und machen oben so eine Schicht Sand drauf, damit man nicht sieht, dass da Gülle drin ist. Also die einzige Richtung, in die er fliehen kann, ist dieses Gülleloch. Machen wir so die Plane drüber, damit das auch noch genau glatt aussieht. So eine Plane drauf, ja, ja. Sand, so. Und wenn er dann da drin ist, dann schnappen wir ihn uns, nehmen die ganzen Verträge mit und machen ihm klar, dass das nie wieder passiert. Und wenn er noch mehr Kaufverträge dabei hat, als den von dieser armen Frau, dann nehmen wir ihm alle Kaufverträge ab. Weil ich glaube, der ist hier die letzte Zeit durch die Gegend gefahren und hat ganz viele Sachen, ganz viele Höfe aufgekauft. Und das, die Verträge haben es bestimmt noch nicht zur Zentrale geschafft. Ich habe tatsächlich mal kurz drüber nachgedacht, von wegen mit dem Feuerwehrfahrzeug. Da ist ja sowieso schon die Gülle drin, das wirklich als Sprit zum Spritzen zu benutzen. Da noch die Kanone noch mit dran zu basteln, noch irgendwas reinzustopfen, dass es quasi so eine ländliche Tern- und Federn-Geschichte wird. Das machen wir zusätzlich, bitte. Sag mir nochmal einmal das mit der Plane, das habe ich nur so auf einmal mitbekommen. Also, wir machen das so durch diese Männchen, die dann da auftauchen, dass er quasi nur in eine Richtung fliehen kann. Mhm. Und dann, an der Stelle machen wir eine Grube, wo die Gülle drin ist, die mit so einer Plane bloß leicht abgedeckt, so ein bisschen Sand drauf und dann... damit er da reinsinkt und in der Gülle versinkt und dann können wir ihm das. Und das macht ihr dann bei der Mine sozusagen, wollt ihr das machen? Ja. Weil das ist natürlich dann auch am leichtesten da, ihn einzuschränken, wie er da langfahren muss. Okay. Genau. Das ist der Plan. Ich finde, es ist ein 1A solider L-Team-Plan. Da hast du dein Thumbnail für die. Ist die Frage, willst du die Gülle in das Loch rein und zusätzlich noch mit dem... Ja, klar. Zusätzlich, wenn er rauskommt, machen wir in die Kartoffelkanone Mehl rein. Oh ja. Mehl ist genau. Auch hochentzündlich, ne? Ja, kann auch hilfreich sein. So. Genau. Ich lasse euch mal machen und trinke jetzt Tee mit Abuela. So, okay. Avengers Assemble. Das L-Team Assemble. Okay. Ich denke, wir dürfen werfen, oder? Ihr habt also auf jeden Fall gerade ja schon ein bisschen gewürfelt mit. Ihr habt ja sehr gut geworfen und auch seid jetzt am Basteln und jetzt beginnt natürlich die wilde Montage. Ihr könnt mir noch sagen, würdet ihr lieber, also es ist sozusagen möglich, das Ganze noch in der Abendsonne zu machen oder schon bei Dämmerung, also wirklich. Wir haben Flutlicht. Wir haben ein Flutlicht. Dunkelheit, genau. Also ihr könnt euch überlegen, was euch lieber ist. Beides wäre. Wir basteln in der Scheune. Genau, wir basteln alles an diesem Feuerwehrauto fest, damit wir da hinfahren können und die dann nur noch schnell hinstellen. Genau, und da basteln wir auch schweißen wir den Strahler schön noch mit dran, ja, dass wir schön alles ausleuchten können. Und gut, malen dann noch vorne in Rot so ein L auf. Natürlich kommen an die Fenster überall so diese Lochbleche dran. Ja, die so runterklappen, wenn man dann auf uns schießt, damit das sauer ist, gehört dazu. Ist gerade ein Ring kaputt gegangen bei der Schlägerei. Oh nein. So kann es gehen. Ich kann nachdrucken, ist okay. Sollen wir die ersetzen? Also Daisy fragt dann, brauchen Sie meine Hilfe oder? Kümmern Sie sich um Abuela. Okay. Ja, und die Abuela winkt euch dann noch, wenn ihr dann losfahrt, sagt nur so, was ein Tag, was ein lieblicher Tag. Bam, entspannen Sie sich.
Wir regeln das. Das Flugzeug, Einsitzer oder Zweisitzer? Zweisitzer mit unbequem, aber geht noch gerade so. Ja, aber brauchen wir ja nicht. Brauchst du jemanden mit da oben? Ja, seine Puppe braucht doch den zweiten Platz. Was meinst du? Wo soll Zocki denn sonst hin? Ja, eben. Ja, eben. Alles gut. Alles klar. Du ja. Und Zocki. Voll besetzt. Fuß? Okay, dann sag mir, genau, sag mir mal, wer fährt in welchem Gefährt? Wir haben jetzt, soweit ich das gesehen habe, wir haben einen Traktor, wir haben den L-Team-Van, Entschuldigung, und wir haben den Feuerwehrwagen und wir haben das Flugzeug theoretisch auch noch. Ja, das Flugzeug fliege ich. Egal, was passiert, SL bleibt am Boden. Du fährst doch wohl deinen Van, oder? Ich denke, du fährst das Feuerwehrauto. Das ja, ist ja das, mit dem großen, größte Gerät. Das okay. Ist das größte Gerät. Ich fahre den Traktor. Ich muss nicht schnell sein, aber das ist alles. Ich habe dich schon im Gesicht anerkannt, dass du den Traktor möchtest. Ja. Tatsächlich, den Van würde ich tatsächlich in der Scheune lassen. Also wir haben genug Fahrzeuge gerade zur Verfügung. Ja. Den müssen wir nicht mitnehmen. Den haben wir auch nicht umgebaut. Also warum sollen wir den noch verschandeln oder dass dem noch was passiert oder so? Mein Baby. Ja. Wir parken es schön in der Scheune. Hatte der Van eigentlich einen Namen oder sowas beim A-Team? Oder war das immer nur der Van? Nee, der hatte keinen Namen. Komisch eigentlich, ne? Ja, naja. Okay, also der L-Team-Van bleibt in der Scheune. Und Muttermaus, wo fährst du mit? Dann fahre ich vorne in der Staufel mit. Oh ja. Oh ja, findet sich noch für SL noch irgendwo ein alter Feuerwehrhelm? Ja, natürlich. Natürlich. Geil. Sogar mit gelber Klamotte mit roten Hosenträgern. Sehr geil. Ja, und Oder ich lasse Motormaus den Trecker fahren und kannst ja wie Hannibal handelt ja eigentlich nie selber. Er steht immer dabei und guckt zu, wie der auf der Güllekanone, auf der Güllekanone auf dem Dach muss ja noch einer sitzen von dem. Genau, das mache ich. Hannibal hat normalerweise so zum Ende hin meistens noch mal ein Gewehr, womit er den Leuten vor die Füße oder so schießt oder sowas. Ja, nur vor die Füße schießt so als Warnung noch mal. Okay, also Hannibal auf der Güllekanone und dann Motormaus im Trecker. Ich nehme mir noch ein, zwei Schrotflinten aus der Farm mit. Kein Problem. Dann dürft ihr alle mal einen Wurf auf Lenken machen. Ich nicht. Das stimmt. Du darfst auf gut aussehen würfeln. Das ist, habe ich einen Crit. Rettungswurf Charisma. Okay, kommt noch was dazu? Oder? Lenken und dann würde ich, sage ich mal, also Motormaus, du kriegst einen Zwölfer, weil der Trecker so langsam und sehr geländegängig ist. Das ist kein Problem. Perfekt. Der Feuerwehrtrag ist ganz schön knifflig zu lenken, weil der halt sehr breit ist für diesen Trail, den ihr jetzt entlang fahrt. Also da würde ich sollte aber kein Problem sein. Ich bin Taxifahrer. Ich bin mit Fahrzeugen sehr gut vertraut. Deswegen hast du ja genau. Deswegen hast du ja einen großen genau. Lenkenwurf und Reaktionswurf und einen großen Wagen. Und du kannst mal dir trotzdem nur einen Achter dazu geben, weil das Ding ich ist werde schon aber von oben von der Güllekanone, auf der ich ja sitze, immer Hinweise. Also ich halte mein Auge genau auf die Straße. Und ja, achte mit da drauf. Dann muss ich mir jetzt dabei so unterstützen. Dann kriegst du muss ich mir jetzt einen dritten Achter jetzt gerade so schnell suchen. Wirf den doch zweimal. Nee, du kannst auch einen Zehner nehmen statt einem Achter. Das ist schon in Ordnung. 13 geworden. Und Edgy, du fragst eine alte Klapperkiste. Also das Ding ist jetzt auch nicht so das Beste, aber es ist recht wendig. Du kannst dir mal einen Zehner dazu geben. Okay. Und von allen brauche ich mindestens eine 14. Uff, bin ich eins drunter. Habe ich auch nicht anders von erwartet. 25? Junge! Zwei Achter und eine 9. Ich habe zwei Sechser geworfen und der scheiß Zwölfer war eine 1. 18.
kannst also ich kann das Punkt ausgeben. Ach ja, gerne. Ich kann ja meinen Brauchst du nicht, weil SL hat so gut gewürfelt, dass er 10 drüber ist über dem Schwellenwert. Das ist schon ziemlich mächtig. Er ebnet mir den Weg. Genau, also SL fährt dann quasi los und du merkst, dass du mit einmal so links einsackst und fast drohst, da so einen Abhang, das war wohl mal so ein alter Bachlauf, runter zu fallen. Da kommt halt einfach der Feuerwehrwagen vorbei und fängt dann einfach nur an, dich von hinten quasi einfach anzuschieben und nach vorne zu katapultieren. Ja, bestimmt auch diesen Schrottgreifarm da drauf montiert. Ja, genau. So von hinten. Von hinten hört man relativ unüblich für SL, schlechte Laune, hört man nur von hinten aus dem Fahrzeug nur so ein Edgy, was hattest du gewürfelt? Na, 18. 18, ja. Und dann in dem Moment, wo du gerade jubelst, fliegt dann das Flugzeug über euch rüber, dreht so ein Looping und saust dann tatsächlich, ihr seht so vor euch so eine ist da links so der Canyon und dann so eine Holzbrücke und Edgy wird tatsächlich unter der Brücke durchfliegt und dann in Richtung Westen, wo dann er schon mal schaut, ob der Baron da, der Ölbaron da ankommt. Ihr hättet jetzt gesagt, ihr wolltet ihn mit dem LKW jagen quasi? Nee, mit dem Flugzeug. Ja, mit dem Flugzeug jagen und dann ihr baut dann schon mal in der Zeit die Falle genau. In der Nähe der Mine. Ich sitze einfach oben an der Güllekanone und sehe unglaublich zufrieden aus. So leichtes Rumkommandieren von oben. So, da muss noch da und dort und ja, so sieht das gut aus. Muss ich gar nicht. Es ist ein gutes Team, das funktioniert. Ja. Stimmt. Also ihr baut die Strohpuppen auf, stattet sie mit den Kostümen aus. Jetzt ist da so eine Wildwest-Truppe mit Besenstielen an Wäscheleinen aufgebahrt. Dann Motormouth baut die Konservendosen, verbindet sie natürlich alle mit so einem Draht zum Anzünden. Ich ziehe mir die Polizeiuniform an. Das kannst du machen, ja. Ich habe tatsächlich den Wissensbereich verkleinert. Moment, also wir haben jetzt einen Polizisten, einen Feuerwehrmann. Will noch jemand? Sollte noch Indianer sein. Indianer und Bauarbeiter. Genau, ja, ich meine, Motormouth hat ja wahrscheinlich eine Latzhose an, dann bist du der Bauarbeiter. Schön. Ich glaube sogar, es gibt gar keinen Feuerwehrmann oder sowas, ich weiß auch nicht. Also irgendeine Figur gab es nicht, die man immer denkt, die dabei ist, aber naja. Aber ja, also ihr seid jetzt die, was, das V-Team seid ihr, ja? Oder wie war das noch? Und ihr bereitet alles vor und mithilfe des Traktors lässt sich auch diese Grube sehr schnell ausheben. Und die schafft ihr tatsächlich, ihr findet nämlich das, was ihr zuerst für eine Mine haltet, aber es ist eigentlich nur so ein langgezogener Tunnel, der durch den Berg geschlagen wurde. Das heißt, direkt dahinter könnt ihr dann quasi diese Grube ausheben, sodass die auch gar keine Chance haben, euch irgendwie vorher zu sehen. Also die kommen dann aus der Mine auf der anderen Seite reingefahren und dann bei euch raus und sind dann in der Grube. Das wäre der Plan. Ich würde den Feuerwehrwagen auch so platzieren, wenn die uns entgegenkommen, dass man mit dem Strahler ihnen so entgegenstrahlt, dass man zwar noch sehen kann, schemenhaft, dass da mehrere Figuren sind, aber nicht genau erkennen kann, was es ist. Also nochmal ein bisschen blenden halt. Das ist smart. Edgy, du kannst mal einen Wurf auf Suchen machen mit einem 10er. Als Hilfswürfel. Mhm. Und bei einer 12 entdeckst du sie spät, aber bei einer 15 entdeckst du sie früh. Sechs, acht, 14, 18. Sehr gut. Ja,
Du siehst gerade, dass die... du siehst ein Auto tief unter dir. Und zwar eins, was hier so gar nicht in die Landschaft passt. Du kennst dich ja aus mit Fahrzeugen. Und von oben sieht man jetzt Autos nicht so häufig, aber du erkennst es sofort als einen, was ist das? Ein Adler P5, also eine Luxuskarre, ein auffälliges, massives Modell, das eigentlich Macht und Reichtum ausstrahlt, wie nichts anderes. Glänzender schwarzer Lack, vergoldete Zierleisten, Scheiben dunkel getönt und an der Kühlerhaube funkelt im Abendsonnenlicht irgendwas Großes, Schweres, Goldenes. Du fliegst einmal ein bisschen tiefer und siehst quasi, das ist ein Miniaturmodell von einem Ölbohrturm, der aufgebaut ist. Ja, und dieser Wagen hat deutliche Probleme, hier im Gelände voranzukommen. Du siehst dann, dass er jetzt den Canyon entlang fährt. Und da fällt dir etwas anderes auf, nämlich etwas weiter vorne, vorausfahrend, sind 4 Motorräder. Damit war zu rechnen. Und die sind jetzt gerade dabei, mit bestimmtem Abstand von 2 Minuten oder sowas vorauszufahren und zu schauen, ob die Luft rein ist. Und die fahren jetzt gerade Richtung einer Holzbrücke, unter der du gerade durchgeflogen bist. Und dahinter gäbe es noch eine Kurve und dann käme diese Minentunnel, wo sie durchfahren würden. Und dann würden sie dort bestimmt 2 Minuten vor dem Ölbaron ankommen. Ich versuche das genau abzupassen, dass ich von der Seite, also wenn die auf die Kurve zufahren, von der entgegengesetzten Seite ganz dicht, wirklich ganz dicht über die drüber fahren, fliege, sodass sie im Prinzip aus der Kurve rausfliegen würden. Okay, in der Kurve vor der Brücke, hinter der Brücke oder einfach auf der Brücke, wenn sie auf da der Brücke. Okay, dann würfel mal nochmal auf Lenken. Und für die Beschreibung und für die Idee gebe ich dir einfach einen 12er. Und die würfeln jetzt mal auf Wachsamkeit gesammelt. Number of the Beast, 666. Also 18 hätten sie. Okay. Close. Das war knapp, ja. Man sieht noch so Snake von der Brücke ins Wasser springen. Ihr anderen, eure Blicke treffen sich. Seht tatsächlich nur, wie mit einmal das Flugzeug wieder auftaucht. Nahe, also ihr wisst, das ist auch das vereinbarte Zeichen. Er sollte über denen kreisen, sodass ihr so ungefähr wisst, wie lange es noch dauert, bis sie dort sind. Mit einmal im Sturzflug wirklich senkrecht geht das Flugzeug runter. Und Socki fliegt so hinten. Ja. Hast du nicht in so einer Schwerelosigkeit kurz und neben dir fliegen? Ja, genau. Hast du irgendeine Ladung noch in dem Flugzeug, dass du noch abwerfen kannst? Ja, und ihr hört einen Moment lang nichts mehr und dann hört ihr nur ganz leise das vertraute Geräusch der Motorräder. Und mit einmal saust das Flugzeug wieder hervor. Ihr könnt es nur so durch den Tunnel, nur so schemenhaft erahnen. Du, Edgy, bist quasi tiefer geflogen, als du müsstest. Einmal quasi über den kleinen Fluss, der dort am Grunde des Canyons entlang geht, fast schon reingeschlittert, sodass auch du ein bisschen nass wirst, weil das ganze Wasser aufgeworfen wird, und schießt dann hoch und aus der Kurve über die Brücke. Und von unten haben die Biker nun wirklich kein Flugzeug erwartet, sodass
sodass sie, obwohl sie dich natürlich gehört haben, nicht in deine Richtung gucken. Respekt. Und du schon über sie hinweg bist, als der Windstoß und das Geräusch, die sowas von vom Motorrad fliegen lassen, dass du ein bisschen über dein Ziel hinausschießt, im wahrsten Sinne des Wortes, und vier Motorradfahrer samt Motorrädern die Brücke hinunterstürzen, etwa 30 Meter in die Tiefe, in den Fluss am Grunde des Canyons. Aber natürlich sieht man noch, wie sie dann so wegschwimmen. Ja, also, natürlich. Niemand kommt ansatzweise zu Schaden. Nein, dabei. Natürlich nicht. Ja. Schade. Entschuldigung, wir sind das L-Team. Bei uns nimmt keiner Schaden. Nein. Ich wollte noch eine Begegnung mit denen eigentlich nochmal. Ja. Aber so, man trifft sich ja immer zweimal. So ein Team sieht man ja immer nochmal eigentlich. Edgy, du siehst, wie die Elfe auf dem Motorrad sitzen geblieben ist. Ja. Und das Motorrad so langsam untergeht und sie mit dem Eimer versucht, das Wasser. Aber das Eimerchen hat leider einen Mann. Wunderschön. Den Running Gag nochmal. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Oh. Ich liebe es. Arme Liebe. Oh. Grandios. Naja. Und du drehst deine Kreise. Und siehst dann, Edgy, wie während die anderen gespannt warten, wie das Auto des Ölbarons langsam über die Brücke fährt. Scheint sich nicht ganz sicher zu sein. Wo sind denn jetzt die Motorradfahrer? Die sollten doch eigentlich winken, das heißt, wo es lang geht. Und so, ne? Und er fährt so langsam vor und du siehst, dass er vor dem Tunnel tatsächlich anhält und nicht weiterfährt. Und du glaubst, dass er gerade Anstalten macht, eventuell zu wenden. Was möchtest du tun, Edgy? Ich fliege eine Schleife und fliege von hinten so dicht über den Boden auf das Auto zu. Okay. es dauert ungefähr 3 Sekunden. Da hörst du nur gedämpfte Schreie aus dem gut isolierten Auto. Und das Auto fährt voran in den Tunnel rein und du schnurstracks geradeaus drauf zu. Ist der Tunnel breit genug für das Flugzeug? Du glaubst ja. Gut, wann fliege ich durch den Tunnel? In dem Moment siehst du links und rechts knapp neben deinem Cockpit die Flügel abreißen und du schlitterst nur hinterher. Während der Luxuswagen nach vorne fährt, du warst dann eigentlich. Kann er auch nicht durch den Tunnel wieder zurück. Es ist perfekt. Genau. Pfropfen ist drin, blockiert. Ja. Und das Auto beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt und tatsächlich saust du dann irgendwann an dem Auto im Tunnel vorbei. Du siehst nur die Fensterscheibe runtergekurbelt, wie dann der Chauffeur ankommt. Die Leute guckt. Und du saust immer und ihr alle wartet darauf, dass eben dieser Luxuswagen herausschießt. Mit einmal kommt ein Feuerball mit dem Geschrei von Edgy hinterher und schießt quasi nochmal kurz so hoch. Die leichten Flügelstummel sorgen gerade so dafür, dass er einen kleinen Satz macht und über diese Grube hin drüber fliegt. Und im nächsten Moment. Dem Moment würde ich das Licht anmachen. Machst du das Licht an? Und der Fahrer wird geblendet und verreist noch bevor er aus dem Tunnel raus ist und knallt gegen die eine Tunnelwand und gegen die andere Tunnelwand und dann fängt er sich an zu drehen und schleudert und schleudert und landet dann in der Mitte auf dieser Plane und bleibt dort eine Sekunde stehen und sank dann nach unten und mit einem Platsch landet der Wagen in der Gülle. Der perfekte Zeitpunkt, um an der Schnur zu ziehen. Überall tauchen diese Puppen auf. Man hört wildes Geballer aus allen möglichen Richtungen. Ne? Also es ist wirklich, der hat das Gefühl, er ist umstellt von wahnsinnig vielen Leuten. Ja, und natürlich unter der sich dazu gedachten Fanfare kommt dann wumm, wumm, wumm. Das Zeug, Die Tür wird aufgerissen von diesem Luxuswagen. Der Chauffeur klettert auf der einen Seite raus, kommt noch halbwegs trocken an die Seite, bleibt dann da auch erschöpft liegen. Aber viel lustiger ist, dass die Rückseite schon halb
in der Gülle versunken ist und dann derjenige, der daraus gekraxelt kommt, wirklich so komplett bis kopfüber zugeschaut hat. Schmoddert ist und klettert dann irgendwie hoch, kommt gar nicht mehr bis zum Ufer, weil das Auto schon so halb versunken ist und kann sich dann nur noch auf seinen Kofferraum setzen. Hat noch so einen Aktenkoffer in der Hand, den er dann hochschleppt und setzt sich dann so halb drauf und sitzt dann da und schaut sich um und sieht halt nur diese Silhouetten und das Flutlicht, was ihn blendet. Und ja, ihr seht den völlig verdreckten Rutherford Greasby, guten Tag, der Mister. Wahrscheinlich mal einen schönen Anzug anhatte, ja. Guten Tag, Mr. Ölbaron, Sir. Mr. Grizzly, nehme ich an. Ja. Ich kann sie nicht hören. Ich habe noch Pet im Ohr. So. Mr. Grizzly. Ja. Wer ist das? Zeigen Sie sich. Scheiße, eine Armee. Spielt ja jetzt überhaupt gar keine Rolle, wer wir alle sind. Das Wichtige ist, dass sie gerade die Lust verlieren, weiter Höfe aufzukaufen. Zeigen Sie sich! Das Land gehört mir! Das Rohr von dem Feuerwehrwagen senkt sich langsam, sodass er quasi in das Rohr reingucken kann. Er hält dann seinen Aktenkoffer vor sich und versteckt sich dahinter. Ja. Ich trete hervor, ich habe ja einen Regenschirm dabei. Ich nehme ihn quasi an dem anderen Ende, dass das gebeugte Ende vorne ist. Ach, und halte ihn so hin. Bitte einmal den Aktenkoffer. Er hält ihn dann fest. Niemals! Das Land gehört mir! Ich habe zu lange dafür ge... Schieß mal direkt neben ihm mit der Schrotflinte in die Gülle. Eine Sekunde. ja, also ihr müsst auch zugeben, auch wenn euer Plan brillant ist, es riecht schon auch übel, ja. Aber ja. Irgendwie wir stecken auch ja nicht drin. Sehr befriedigende Situation. Ja. Ihr habt euch alle noch so von der Wäscheleine noch so ein paar Wäscheklammern mitgenommen. Knallpinke, knallgrüne, knallblaue. Richtig hübsch. Ja, einer ist ein bisschen halber trocken geblieben, gell? Mit einmal, der ist schon auch nass und aber okay, der das ist auch sinnig. Der arme Chauffeur, der liegt bewusstlos an der Seite. Ich warte jetzt mit dem Regenschirm, erwartungsvoll. Und ich warte mit der Kartoffelkanone eigentlich nur, bis Muttermaus den Koffer hat. Ja, in dem Moment hört ihr von der Seite eine riesige Explosion, als dann Edgy um die Ecke gewatscht kommt, mit so einer Rauchsäule im Hintergrund und so einer Socke in der Hand, leicht verkohlt. Socki! Oh mein Gott, geht's ihm gut? Kannst du Mund zu Mund beatmen? Ich kann ihn löschen. Socki war immer ein guter Kamerad. Ja, für Socki würde ich Mund zu Mund machen. Sergeant, ich fürchte, für Socki kommt jede Hilfe zu spät. Eldaron, wir haben keinen Socki-Täter gerade. Ihr seht nur den Rutherford Greasby, der euch anschaut, total entgeistert, über und über verdreckt. Und vergessen. Sie sind alle wahnsinnig. Richtig. Sie sind bei den Wilden gelandet. Sie haben ganz genau, und Sie wissen, wie gefährlich Wahnsinnige sind, oder? Bitte tun Sie mir nichts. Und der Koffer. Den Koffer über den Regenschirm. Ich ziehe ihn heran. Und heb die Hände und dabei. Bist du einen Schritt zur Seite? Ich gehe jetzt einen Schritt zur Seite, aber ich sehe schon. Es glitzert dann in deinen Augen. Dann kommt jetzt die Kartoffelmaschine, die Kartoffelkanone, wo einfach nur irgendwas Staubiges, Mehl. Vielleicht irgendwelche, Mehl. Vielleicht noch irgendwelche Mehl. Federn oder sonst noch irgendwas. Alles, was haftet. Also er hat gerade so ein bisschen das Gleichgewicht wieder erlangt. In dem Moment dreht er sich um und du siehst halt nur...
Spiegelstücke, Federn aus Kopfkissen, Grasverschnitt. Staubmäuse. Staubmehl. Vielleicht ein bisschen Mais. Und ungekocht. Noch an Überresten von den Häkeleien der Oma gefunden habt, also irgendwelche Fäden. Und wie ein modernstes, eigentlich wie so ein Teppich von den Inka oder irgendwie so total bunt zusammengewürfelt, wie so ein Paradiesvogel, wird er mit einem Mal einfach nur von seinem Auto runtergestoßen und fliegt einmal rüber und landet am Ende der Grube außerhalb des Drecks im Boden. Und als er dann nach oben schaut, steht ihr dann alle vier in einer Reihe vor ihm. Nun, ich denke, ihre Expansionspläne in dieser Gegend stoppen jetzt. Denn, was soll ich Ihnen sagen? Die ganzen Kaufverträge, die haben wir jetzt. Und ihr öffnet tatsächlich den Koffer und wie ihr es erwartet habt, ist da nicht nur ein Kaufvertrag drin, sondern ihr seht einen Aktenordner, wo Banktermin und das heutige Datum draufsteht. Und als ihr es aufmacht, seht ihr nur, wie an die 30 Verträge mindestens euch schon entgegenflattern und ihr sie noch im letzten Moment auffangen könnt. Oder aber sie hier auch an Ort und Stelle nichtig machen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Und die bekommen die Leute wieder zurück. Oder so, ja. Ne? Also, komm, gibt ja noch am Ende die Feierszene, wo die ganzen Leute zusammenkommen und ist noch eine Flirtszene mit SL und Daisy gibt. Und genau da können wir jetzt auch weitermachen, weil was aus dem Ölbaron wird, das kommt natürlich erst ganz zum Schluss. Das wird noch nicht aufgelöst, denn erstmal kehrt ihr wieder zurück mit einem niegelnagelneuen, etwas verbeulten Luxuswagen. Den hätten wir in der Grube gelassen. Ach so, ja. Allerdings fällt euch dann auch irgendwann ein, dass natürlich ihr auch das Flugzeug der Dame leider Dann nehmen wir den Wagen mit. Und ihr nehmt aber alles mit, was sich irgendwie verwerten ließe. Und am Ende seid ihr euch sicher, die Frau, die bastelt eh gerne, die macht da schon was draus. Und so gehen dann auch einige Tage, die ihr euch erholt, dann auch ins Land. Die Daisy ruft ihre Freunde an aus der Nachbarschaft. Viele kehren kurzfristig auch zurück. Viele sind nur bis nach Days gekommen und gar nicht viel weiter. Es gibt ein großes Festessen auf dem Bauernhof, auf der Farm. Die Oma freut sich über Besuch. Sind Sie Johnny? Und für heute schon. Für heute schon. Und seht auch schon, als ihr dann nach dieser großen Feier wirklich die Helden des Tages und des ganzen Landstriches seid, seht ihr auch schon, bevor ihr dann es auch für Zeit haltet, dann euch wieder zu verabschieden, seht ihr auch schon, dass sie Daisy bereits angefangen hat, an einem Klavierlack-schwarzen Flugzeug aus den Teilen des Luxuswagens zu bauen. Und ihr könnt mal beschreiben, ob ihr noch irgendwas Bestimmtes tun möchtet. Und vor allen Dingen, was mich natürlich interessieren würde, ist, wo bleibt und oder wo was bleibt zu tun mit dem Ölbaron? Wo landet der am Ende? Wird der den Behörden ausgeliefert oder an Marterpfahl genagelt? Oder was ist euer Plan? Wir haben natürlich rausgefunden, dass einige von den Verträgen, die er da gemacht hat, hochgradig sittenwidrig und illegal sind. Das wird dem nächsten Richter zugeschickt. Also wir sorgen dafür, dass Daisy
den gefangenen Ölbaronen mit den ganzen Beweisen zu einem Richter bringt. Ich würde sagen, SL, du baust wahrscheinlich mit Daisy die ganze Zeit tagelang an dem Flugzeug, oder? Wie ich schon gesehen habe, dass sie da schon angefangen hat, mit dem Klavierlack schimmernden Flugzeug, stehe ich halt nur so quasi, ich denke mal, dass sie das in der Scheune macht, ja, deswegen so, so angelehnt, also in den Türrahmen, so den, quasi den Spruch vom Anfang, schöne Kiste. Und würde ihr dann auch quasi mit Ausblende dann zur Hand gehen. Oh. Beim Flugzeug. Oh. Ja, während er und vielleicht ihr, noch mehr. Während er ihr zur Hand geht, gehe ich dem Flugzeug zur Hand. Was natürlich viel sexueller rüberkommt als das andere. Ja, und zwischenzeitlich habe ich irgendwie Socky 2 gefunden. Am anderen Fuß. Der viel besser aussehende Bruder von Socky. Mhm. Was macht Motormouth? Das ist zu viel. Networken. Ich rede mit allem und jedem. Ich höre mir die Geschichten an. Vielleicht ist ja auch jemand Single gerade. Also du findest tatsächlich irgendwann einen eine attraktive Person in deinem Alter, die natürlich nichts lieber hören würde als die Geschichten wie habt ihr denn das geschafft, den Ölbaron das Handwerk zu legen, und das muss ja wahnsinnig gefährlich auch gewesen sein und viele knappe Situationen gegeben haben, und möchte natürlich alles darüber erfahren. Und übrigens, kennst du eigentlich schon den Heuboden von der Scheune? Also warum ist denn die Stroh rum? Als ein Heuboden ist. Und apropos Stroh rum, auch Hannibal hat ein Date mit einer Flasche. Ja, und es könnte alles total perfekt sein. Und dann bekomme ich mit, als ich so einen Ausflug mache, weil ich sehr gerne reite und mit dem Pferd unterwegs bin durch die Prärie, sehe ich, dass an der Tankstelle 3 Militärjeeps stehen, und im ersten ist Colonel Lurch, und deswegen müssen wir sehr, sehr schnell, ich komme dann zurück, und wir schaffen es gerade eben noch, den Hof zu verlassen, bevor Colonel Lurch und seine Leute ankommen und es mal wieder ganz knapp nicht schaffen, uns zu fassen. Es sind Minuten. Ja, aber ich lasse ihm auf einem der Tische eine Zigarre liegen. Und als er diese Zigarre sieht, kommt dann auch Daze um die Ecke. Nun, sie haben ihn knapp verpasst, aber er hat ihnen 2 Geschenke dagelassen. Und Colonel Lurch schaut sich die Zigarre an, 2, und Daze zeigt rüber, und dort, wo ihre Vogelscheuche hängt, hängt stattdessen der Ölbaron in dem Rüschen Petticoat Kleid mit einer Strohperücke von einem Besen und einem Cowboyhut auf und stinkt wie Hölle. Ja. Und das war natürlich das A-Team, und zum Abschluss, auch wenn es normalerweise natürlich nicht zum Schluss nochmal kommt, aber wir haben es uns verdient. Ich finde auch. Moment. Moment, wir scrollen noch. Vor einigen Jahren wurden 4 Personen einer Lula-Spezialeinheit wegen eines Patzers verurteilt, den sie nicht gewürfelt hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in San Cisco unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei der Freien Staaten von Novia gejagt. Trotzdem helfen sie denjenigen, die in Not sind. Wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das L-Team.
Vielen Dank, lieber Marc. Das war schön, großes Kino. Grandios, grandios, grandios. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Das war so schön. Fand ich aber auch. Eure Ideen waren auch der Hammer. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, man muss ja bloß, also ich habe als Teenager so viele Folgen A-Team gesehen. Das ist, du musst ja bloß überlegen, okay, was haben die da gemacht? Und dann machst du das. Und das Geile an Dieseldrachen ist, kannst du ja auch. Ja, sehr, sehr schön. Oh. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, Eldar und Sadek schaut heute noch jeden Sonntag A-Team. Sehr nice. Hat auch noch für mich die erste Runde. Ja, für dich war es die erste Runde. Mit den Lulas, ja. Also, ja. Gleich nice. so eine geile Runde. Sehr, sehr schön. Nee, Edelkirsche, du hast doch bei uns schon mal mitgespielt, oder? Ja, zweite. Ja, finde ich deine zweite, genau. Vielen, vielen Dank, lieber Marc, dass du sehr, sehr für uns gespielleitet hast. Ja, war sehr schön. Danke euch Menschen da draußen, dass ihr uns dabei zugeschaut habt. Und diese Woche gibt es noch ein Let's Play. Oh, Boss, das L. Wow. Scheiße. Ist auch selber geflasht, ey. Das nächste Let's Play ist was mit Vampiren. Am Freitag gibt es Delta Green mit der Spielrunde von der lieben Shiraki, die diesmal nicht leitet, sondern Mike, ihr Delta Green Spielleiter, wird leiten. Ich bin sehr gespannt. Das gibt es am Freitag, der erste von 2 oder 3 Teilen, den sie spielen werden. Den nächsten Teil gibt es dann direkt nächsten Freitag übrigens. Also es wird sehr eng hintereinander gespielt. Und ansonsten haben wir heute noch Infos über die Lulaburg bekannt gegeben. Der Vorverkauf für die Patreons mit Vorverkaufsrecht startet am 22.01. und für alle anderen am 29.01. Dieses Jahr werden wir einiges anders machen auf der Burg. Schöner, wie ich finde. Wir haben ja letztes Jahr sehr viel Feedback von euch bekommen und werden alles davon wir konnten tatsächlich alles davon umsetzen. Es wird viel schöner, es wird ein Community-Abend geben. Das ist der zweite Abend, weil ihr gesagt habt, ihr fänd's schöner, wenn wir alle Spaß miteinander haben und es nicht einen zweiten Frontal-Unterhaltungsabend gibt. Es fängt immer an, der erste Abend, Lagerfeuer, gemeinsam trinken, Marshmallows über der Flamme rösten und einfach nett Freunde treffen, hoffentlich wieder mit Dudelsack Live-Musik. Am zweiten Abend gibt es den Community-Abend, wo wir quasi eine kleine Bühne aufbauen, in Anführungsstrichen. Und jeder, der möchte, kann etwas tun. Also Martin hat schon gesagt, er wird alles für Karaoke mitbringen. Wir können sowas machen wie PowerPoint-Karaoke. Ich weiß, dass jemand schon ein Stand-up-Comedy Teil vorbereitet hat. Wir lassen uns da überraschen. Und wenn keiner Bock hat, auf die Bühne zu gehen, gibt es einfach so Mucke und Cocktails, was zu trinken. Whatever. Ich glaube, es wird ein großer Spaß. Am dritten Abend gibt es dann die Verleihung der Jahresprämien, der Jahrestassen und das Let's Play von unserer Pathfinder-Gruppe. Und ansonsten viele Menschen, viele Lulas, tolles Programm auf einer mittelalterlichen Burg 4 Tage lang. Ich weiß gar nicht, was es Besseres geben kann. Nichts, ne? Gar nichts. Gar nichts. Punkt. Gibt's auch eine Verlosung? Weil dann könnten wir die Ringe noch mit irgendwie verlosen oder so. Es gibt eine stille Versteigerung über die ganze Zeit. Keine Verlosung. Eine stille Versteigerung. Das heißt, es wird einen Raum geben. Es gab bisher immer eine Frontalversteigerung für einen guten Zweck. Die hat aber unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen. Und die Leute waren so dran gebunden, genau in diesen 2 Stunden Versteigerung auch da zu sein. Und um das alles zu entzerren, machen wir eine stille Versteigerung. Das heißt, in einem Raum werden die ganzen Sachen stehen. Jeder, der mitsteigern will, bekommt eine Nummer. Und es kann dann ein Zettel auf die einzelnen Teile drauf gemacht werden. Ihr schreibt drauf, was ihr bieten wollt und eure Nummer. Und wenn jemand euch überbieten will, kommt ein Zettel darüber mit einem neuen Betrag und deren Nummer. Wie eBay. Und
Genau. Und das läuft dann übers ganze Wochenende. Also eine stille Versteigerung. Wie immer, das Ergebnis der Versteigerung kommt einem guten Zweck zugute. Und zwar haben wir uns in diesem Jahr für den Waldritter e.V. entschieden, die Jugendarbeit machen und mit Jugendlichen im Wald arbeiten und auch Labs machen und so weiter. Die bekommen den kompletten Erlös der Versteigerung dieses Jahr. Also ich habe jetzt gerade schon den schönsten rausgesucht. So ein Ring von SL. Ja. Könnte man noch damit dazu nehmen, oder? Ja, warum nicht? Klar. Gut. Dann verabschieden wir uns von euch. Marc, nochmal vielen Dank an dich. Danke euch. Danke. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Wir verabschieden uns mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Ihr habt euch wohl, Inshallah, und wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert.